Ja, herzlich willkommen zu unserer Online-Lesung Selbstbestimmte Elternschaft, reproduktive Gerechtigkeit als feministische Forderung. Ich starte jetzt mal ganz langsam, weil ich glaube, es trudeln noch Menschen ein, aber wir wollen auch nicht zu viel Zeit verlieren. Deswegen fange ich schon mal mit einer lockeren Begrüßung an. Ich freue mich sehr über das rege Interesse. Wir haben uns total gefreut über die vielen Anmeldungen. Genau, und bin sehr gespannt auf unsere heutige Online-Lesung. Mein Name ist Delia Bineschik. Ich bin Referentin für reproduktive Gerechtigkeit und sexuelle Selbstbestimmung im Gunda-Werner-Institut. Ich verwende die Pronomen Sie und Ihr. Und genau, gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Hartleb und den KollegInnen vom Tagungsbüro der Heinrich-Böll-Stiftung hosten wir heute diese Online-Lesung zum Thema selbstbestimmte Elternschaft und freuen uns aber vor allem, dass wir, und da ist da eigentlich das Herzstück des heutigen Abends, eine ganz tolle Zusammenarbeit. Oh, jetzt funktioniert mein Filter nicht so gut. Ah, doch, zu diesem Handbuch letztes Jahr machen konnten, zum Handbuch Feministische Perspektiven auf Elternschaft, das Herzstück der Lesung heute. Wir möchten uns heute ganz genau anschauen, wie können Visionen von selbstbestimmter Elternschaft aus einer feministischen Perspektive aussehen? Und da schauen wir uns vor allem eben an, was hat das mit reproduktiver Gerechtigkeit zu tun? Und reproduktive Gerechtigkeit, das wissen vielleicht die unter euch und Ihnen, die das GWI und unsere Arbeit schon länger verfolgen, ist uns ein großes Anliegen. Wir möchten die Idee von reproduktiver Gerechtigkeit weiterentwickeln und für uns ist dieses Handbuch eine Form dieser Weiterentwicklung. Und deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass die Herausgeberinnen Alicia Schlender und Lisa Yashodhara Haller an uns herangetreten sind, damit wir dieses Handbuch mit unterstützen und jetzt auch eben an uns herangetreten sind, um diese Lesung gemeinsam mit uns zu organisieren. Und die hatten auf jeden Fall den inhaltlichen Hut auf, den will ich mir gar nicht anziehen, sondern der liegt bei euch. Genau, und bevor ich an euch übergebe, möchte ich noch ganz kurz vielleicht ein paar technische Hinweise geben und dann ziehe ich mich auch zurück und die Bühne ist dann eure und auch die der anderen Referierenden heute auf der Bühne, über die ich mich übrigens auch sehr freue. Genau, also kurz zum Technischen. Wir haben einen Chat. Der ist allerdings auch aufgrund der hohen Teilnehmendenzahl nicht so öffentlich, wie ihr oder sie das vielleicht gewohnt sind, sondern Sie können sozusagen oder ihr könnt Fragen an die Menschen auf dem Panel richten. Die werden dann auch, soweit das möglich ist, von der Zeit her, aber sehr gerne in die Moderation mit eingebunden, in die Diskussion. Und außerdem gibt es noch das Handhebetool, das seht ihr unten auf der Leiste. Und dann könnt ihr auch sozusagen mit Ton zugeschaltet werden zur Diskussion. Genau, es steht auch noch mal im Chat. Und den Chat benutzen wir auch, um interessante Links nachher noch zu schicken. Also habt da gerne ein Auge drauf. So, ich hoffe, ich habe alles Wichtige gesagt. Ich freue mich sehr auf den Abend, den wir zusammen verbringen werden und übergebe jetzt an die beiden ModeratorInnen für heute Abend. So, herzlichen Dank auch von unserer Seite an die Heinrich-Böll-Stiftung, ans Gunda-Werner-Institut und insbesondere an dich, Diria. Ohne dich wäre das alles nicht möglich geworden. Genau, die Lesung heute entstammt dem Handbuch Feministische Perspektiven auf Elternschaft. Und genau, hier ist das Buch. Es ist ein ziemlich dicker Klopper geworden und vereinigt 50 Beiträge auf etwas mehr als 600 Seiten. Und ich würde jetzt zum Einstieg einfach nur ganz kurz noch einige Worte sagen zu dem Entstehungskontext des Buches, der nämlich tatsächlich mit dem Thema auch der reproduktiven Gerechtigkeit zu tun hat. Und zwar insofern, als dass wir in dem feministischen Diskurs bestimmt nicht als einzige, aber durchaus auch eben damit konfrontiert waren, dass Elternschaft in dem europäischen Diskurs sehr lange Zeit immer nur Gegenstand der Abgrenzung war
vor allen Dingen eben in Bezug darauf, dass wir in Europa eine sehr starke Orientierung an dem sogenannten Gleichheitsfeminismus haben und der Gleichheitsfeminismus eben sich am autonomen Subjekt orientiert, also im Grunde genommen an dem Subjekt, das durch Frauen meistens von Fürsorge befreit ist. Und dass so eine Familiengründung oder Frauen, die eine Familie gegründet haben, die Mutter wurden, in dem Feminismus häufig ja als verlorene Subjekte galten. Also Simone de Beauvoir hat irgendwie davon gesprochen, sie würden sich dann der Sklaverei hingeben, als ein Beispiel nur. Und so ist der gesamte europäische Diskurs lange Zeit eben auch die Abgrenzung von Fürsorgeverantwortung hat stattgefunden. Und das Ganze ungeachtet dessen, dass es eben im US-amerikanischen Diskurs schon sehr lange Mutterschaft auch als Handlungsmacht geframed wird, also gerade im Black Feminism, aber auch in indigenen Strömungen. Und dass eben lange, lange, lange Zeit wirklich keinerlei Eingang in die europäische Debatte gefunden hat. Und genau da sehen wir aber im Moment einen Wendepunkt in dem europäischen Feminismus, der interessanterweise ausgerechnet durch den Queer-Feminismus Eingang gefunden hat in die europäische Debatte. Also der Queer-Feminismus im Grunde genommen darüber, dass er thematisiert hat, dass Reproduktion, das Kinderkriegen für bestimmte Leute nicht selbstverständlich ist, eben damit nicht Gegenstand der Abgrenzung, sondern zum begehrten Gut wurde und damit einhergehend immer mehr auch Eingang gefunden hat in hiesige Debatten. Ich glaube, wir müssen ein bisschen langsamer machen, weil wir gerade nicht so gut zu hören sind. Okay. Genau. Und damit sozusagen ist Mutterschaft, Familiengründung eben nicht mehr einzig nur Stolpersteine auf dem Weg zur Befreiung, zur Emanzipation, sondern kann als solches tatsächlich heute auch im Feminismus Teil einer Emanzipation sein. Also wir framen das in dem Buch unter Freiheit durch Angewiesenheit, Macht durch Mutterschaft. Und das sind alles Konzepte, die wir uns jetzt nicht im luftleeren Raum ausgedacht haben, sondern die natürlich aus feministischen Diskursen kommen. Und die in dem Handbuch tatsächlich alle Beiträge durchziehen. Genau, und das Thema reproduktive Gerechtigkeit im Grunde genommen der Ankerpunkt ist und damit einhergehend tatsächlich auch die Frage, ob selbstbestimmte Elternschaft, selbstbestimmte Mutterschaft das Ziel feministischer Forderungen sein sollte oder ob vielleicht eventuell auch diese Orientierung an dem autonomen Subjekt und an Selbstbestimmung irgendwie da ein Stolperstein darstellt. Genau, jedenfalls war das Gegenstand, das Handbuch in das Leben zu rufen. Wir haben fast 3 Jahre dran gearbeitet und genau an der Stelle übergebe ich. Ja, auch ein herzliches Willkommen nochmal von meiner Seite. Ich bin Alicia Schlender, Geschlechterforscherin an der Humboldt-Uni in Berlin. Vielleicht an der Stelle auch nochmal ein paar Worte zu dir. Ich bin Politikwissenschaftlerin am Institut für Sozialforschung in Frankfurt, genau. Genau, und wir sind heute, also wir moderieren euch und Sie heute ein bisschen durch den Abend, aber halten uns ansonsten im Hintergrund und übergeben auch gleich die Bühne an unsere tollen Referierenden heute Abend. Und genau, vorab aber auch noch mal ganz kurz einen sozusagen digitalen Blick in das Buch. Ich würde gerne noch kurz ein paar Sätze zum inhaltlichen Aufbau sagen, weil dieses Handbuch arbeitet in 50 Schlagworten. Also es ist wirklich so lexikonartig angedacht, also in Anführungszeichen, weil die Beiträge länger sind als ein regulärer Lexikonbeitrag. Und es gliedert sich in 5 Kapitel und wir haben das so konzeptionalisiert, dass im ersten Kapitel Elternschaft erstmal so in feministische Theorien eingebettet wird, mit der Frage, wie wird Elternschaft eigentlich in feministischen Strömungen verarbeitet? Das hat Lisa gerade schon ein bisschen beschrieben oder einen Teil davon. Genau, und in dem zweiten Kapitel geht es dann dezidierter um diese institutionelle Einbettung von Elternschaft, also aus einer feministischen Perspektive. Also wie wirken sich staatliche, gesellschaftliche Einflüsse auf das Leben mit Kindern aus?
wie da drin spielen dann auch die rechtlichen Aspekte der Ausübung von Elternschaft eine Rolle, auch ganz konkret in deren Anwendung in der Kinder- und Jugendhilfe. Also da wird Niki Trakos uns nachher auch nochmal in die Richtung einführen. Genau, und im dritten Kapitel, das beschäftigt sich dann ganz konkret mit verschiedenen Wegen in die Elternschaft. Da sind Themen verortet rund um die Kontexte des Elternwerdens. Und das vierte, also ihr seht schon, es ist so ein bisschen chronologisiert quasi. Das vierte Kapitel ist dann dem Elternsein gewidmet. Also da dreht sich alles um das Leben mit Kindern. Im Chat habt ihr schon den Link zur Webseite des Buches gesehen. Da ist das Inhaltsverzeichnis auch aufgeführt mit Kurzbeschreibungen zu jedem Beitrag. Und in dem letzten Kapitel geht es dann, das ist so ausblicksförmiger aufgebaut, da geht es konkreter um Herausforderungen feministischer Familienpolitik und ganz groß um die Utopien einer befreiten Gesellschaft in Bezug auf das Leben mit Kindern. Genau, das ist so, habt ihr jetzt einmal den Hintergrund zu diesem Handbuchprojekt. Das Handbuchprojekt nenne ich bewusst Projekt, weil es ein Mammutprojekt war, dass wir auch außerhalb sozusagen unserer Erwerbstätigkeiten umgesetzt haben. Und das heißt, wir haben unter anderem zum Beispiel wunderbarerweise die Heinrich-Böll-Stiftung als PartnerInnen im Boot gehabt und einige andere Stiftungen, ohne deren finanzielle und auch ideelle Unterstützung das gar nicht möglich gewesen wäre. Nichtsdestotrotz haben wir noch offene Kosten und ich poste gleich noch einen Link, den ihr auch auf unserer Website findet, zu einem PayPal-Konto, wo wir gerade immer noch gerne auch die Gelegenheit nutzen, auf willkommene Spenden hinzuweisen, um unseren kleinen Schuldenberg da noch zu begleichen. Genau, das aber jetzt soweit zum Buch. Zum heutigen Abend freue ich mich sehr, euch gleich unsere Referierenden vorstellen zu dürfen. Und das wird gleich zum Einstieg Susanne Schulz sein. Zu Susanne Schulz sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Aber Susanne wird das Konzept der Reproductive Justice, der reproduktiven Gerechtigkeit, uns bekannt machen, uns einführen. Susanne wird auch Textstellen aus dem Buch lesen. Wir haben die auch vorbereitet als PowerPoint, sodass ihr und sie mitlesen könnt, falls es manchmal mit dem Audio haken sollte. Im nächsten Schritt wird dann Jande Törnmek-Gihin weitermachen mit ihrem Beitrag zu Mutterschaft als Person of Color. Auch Jande wird Textstellen lesen. Und im Anschluss wird Taleo Stübe über Pränataldiagnostik sprechen. Und abschließend wird Niki Trakos über die Inobhutnahme von Kindern sprechen. Genau, und ihr werdet immer jeweils kurz, also ihr seht, es sind sehr viele verschiedene inhaltliche Töpfe, die wir aufmachen. Das ist auch bewusst so, weil das ja die große Chance und das Wertvolle auch an dem Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit ist, dass darin so viele verschiedene marginalisierte Themen und Perspektiven zusammenkommen können. Und ihr werdet deshalb aber auch nach jedem Beitrag die Möglichkeit haben, erstmal Verständnisfragen zu stellen zu den einzelnen Referierenden. Und die Diskussion würden wir dann aber gerne zum Schluss führen und nochmal gucken, wie führen wir die verschiedenen Fäden zusammen, welche Fragen und Diskussionspunkte eröffnen sich da. Und dann habt ihr zum Schluss im Diskussionsteil auch die Möglichkeit, euch per Handzeichen, per Audio dazu zu schalten. Davor wird es nur per Chat möglich sein. Ich würde sagen, damit übergebe ich an Susanne Schulz. Susanne Schulz ist Soziologin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie ist auch Mitglied des HerausgeberInnen-Kollektivs der Kitchen Politics, wo vor kurzem ein toller Band zu reproduktiver Gerechtigkeit erschienen ist. Und sie ist auch
Mitglied des Netzwerkes Reproduktive Gerechtigkeit, sowie auch Niki Trakos. Ihr seid heute zusammen als VertreterInnen hier. Das ist toll. Ich bin auch gespannt, später noch mehr über die Arbeit dieses Netzwerkes zu hören. Und nicht zuletzt ist Susanne Schulz auch Beirätin für das Genethische Netzwerk, den Verein, für den auch der Leo Stübe arbeitet. Ihr seht, es gibt da schon ein paar Querverbindungen. Genau, Susanne, ich übergebe hiermit sehr gerne an dich. Ja, vielen Dank. Bin ich gut zu hören? Ja, okay. Ja, erstmal Glückwunsch zu dem tollen, sehr vielstimmigen, vielseitigen, dicken Buch. Ich bin auch gespannt, darin noch zu stöbern. Meine Aufgabe ist ja jetzt, das Konzept etwas vorzustellen und auch zu fragen, wie lässt sich das auf deutsche Verhältnisse vielleicht übertragen, ne? Wo wir ja ganz am Anfang auch stehen, zu überlegen, wie können wir mit dem Konzept reproduktive Gerechtigkeit hier umgehen. Und als erstes, weil es ja eine Lesung ist, lese ich jetzt eine Passage vor. Sorry, es sind sperrige Texte, Lesetexte, nicht Sprechtexte. Von daher hoffe ich mal, es ist trotzdem zu folgen. Genau, und ich fange jetzt einfach mal an. Seit ein paar Jahren erfährt das im US-amerikanischen Kontext von schwarzen Feministinnen entwickelte Konzept der Reproductive Justice oder zu Deutsch der reproduktiven Gerechtigkeit hierzulande einige Aufmerksamkeit, nachdem sich lange Zeit feministische Diskussionen kaum mit einer macht- und herrschaftskritischen intersektionalen Perspektive auf Fragen des Kinderkriegens befasst hatten. Das Konzept schafft einen Rahmen zur politischen Artikulation verschiedener Erfahrungen und Perspektiven von den gesellschaftlichen Gruppen, die im Diskurs über Elternschaft allenfalls als Negativfolie auftauchen. Gruppen, deren Elternschaft oder potenzielle Elternschaft gesellschaftlich als unerwünscht oder gar illegitim betrachtet wird, die da mit vielfältigen Formen der Diskriminierung konfrontiert sind. In den Bereichen rund um Abtreibung, Verhütung, Schwangerschaft, Geburt und Leben mit Kindern. Und dann gibt es eine weitere Passage, die das weiter vorstellt. Mit dem Konzept der Reproductive Justice haben schwarze Feministinnen im Rahmen einer Debatte um eine Gesundheitsreform 1994, also damals in den USA, ihre Kritik an einem verengten, liberalen, westlichen Konzept der reproduktiven Rechte auf einen Begriff gebracht. Sie problematisierten damit zum einen eine auf formale Rechtsfragen reduzierte Perspektive beim Kampf um Abtreibungsrechte, die strukturelle Fragen sozialer Ungleichheit, des ungleichen Zugangs zur Gesundheitsversorgung und Erfahrungen der Diskriminierung außer Acht ließ. Zum anderen stellten sie mit dem Konzept heraus, dass es für viele Frauen jenseits weißer privilegierter Mittelschichten nicht nur um das Recht gehe, sich gegen Kinder entscheiden zu können und Zugang zu Verhütungs- und Abtreibungsmöglichkeiten zu bekommen. Vielmehr gehöre auch das Recht, sich für das Kinderkriegen entscheiden zu können, auf die feministische Agenda. Und weiter auch das Recht, Kinder unter guten sozialen Bedingungen aufziehen zu können. Also es wird deutlich, es ist ein großer Rahmen, ein großes Konzept. Es ist ein Konzept, das eben auch vorgeschlagen wurde, sowohl als politisch-organisatorischer Deutungsrahmen oder Rahmen, sich zu organisieren, als auch als analytisches Konzept. Also politisch-organisatorisch hat zum Beispiel Loretta Ross, eine der Mitbegründerinnen, beschrieben, das Konzept als eine Möglichkeit für vielstimmige Allianzen. Und sie hat weiter gesagt, das heißt, alle sind aufgerufen, sich einzubringen und einzumischen, solange sie die Geschichte des Konzepts im schwarzen Feminismus weiter sichtbar machen und auch solange sie eben die zentralen Kernthesen, Kernperspektiven auch mittragen. Die analytische Seite in den USA hat natürlich viele wichtige Seiten. Es ist ein großes Konzept und viele Debatten hat es darum gegeben. Wichtig ist eben die Kritik an einem mangelnden Zugang zu öffentlicher Gesundheitsversorgung, aber eben auch die ganze Geschichte repressiver Strategien, die darauf abzielen, dass eben bestimmte Leute oder Leute aus bestimmten sozialen Gruppen eher keine Kinder kriegen sollten. Und damit ist eben die ganze Geschichte, die bis heute andauert, von Sterilisationspolitik, gerade gegenüber Schwarzen, POCs und Natives gemeint. Damit ist auch die Abwertung von Elternschaft und bis zum Kindesentzug gemeint. Und das Ganze ist in den Kontext gestellt worden, eben einer Geschichte der Versklavung, der Vertreibung, des Genozids, der besonders Schwarzen und Native-Bevölkerung angetan wurde. Also das ist sozusagen der US-amerikanische Kontext. Und was heißt das jetzt für uns im Rahmen deutscher Verhältnisse, das Konzept zu übertragen? Ich finde einen Begriff ganz schön, die brasilianische Feministin dazu, die das auch gerade ganz neu diskutieren, das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit,
ein Begriff, wie Sie das auf den Begriff gebracht haben. Wir sagen, das ist ein Concetto Potentia, also es ist ein Möglichkeitsraum, ein Potenzial, was wir aber erstmal überhaupt ausschöpfen müssen, was noch gar nicht klar ist, wie wir das politisch ausgestalten. Organisatorisch werden wir darüber ja auch noch sprechen. In meinem Text habe ich so noch ein paar Ideen oder so Fragen entwickelt, wie wir das denn auf deutsche Verhältnisse anwenden können. Also welche strukturellen und institutionellen Macht- und Gewaltverhältnisse sind im Kontext von reproduktiver Gerechtigkeit denn wichtig? Und da kommt jetzt noch mal eine solche Passage zum Vorlesen. Genau. In Deutschland haben wir es heute einerseits mit einem Erstarken einer explizit rassistischen und antifeministischen bevölkerungspolitischen Agenda der extremen Rechten zu tun und andererseits mit einer utilitaristischen, ökonomisierenden, neoliberalen Demografiepolitik, wie sie seit Ende der 1990er Jahre im Rahmen von Regierungspolitik an Bedeutung gewonnen hat. Darin sind statistische, demografische Konzepte wie die nationale Geburtenrate, Altersstruktur, Nettomigrationsrate und langfristige Bevölkerungsprojektionen in beiden Agenden, also in den neoliberalen und in den rechten Agenden, entscheidende Referenzen. Und Familienpolitik ebenso wie Migrationspolitik sind zentrale programmatische Felder. Zwar unterscheiden sich beide Agenden in vielerlei Hinsicht, etwa dahingehend, ob die extreme Rechte ein klassisches heteronormatives Bild einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung will oder das Wort redet, oder in Strategien der Bundesregierung eher die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere für Frauen der Mittelschicht mit deutschem Pass, der Ansatzpunkt sind für eine selektiv pronatalistische, also selektiv geburtenfördernde Politik sind. Genau, weiter, noch ein bisschen lese ich noch vor. Gemeinsam tragen beide Programmatiken aber zu einem Erstarken nationaler bevölkerungspolitischer Rationalitäten bei, innerhalb derer auch verhandelt wird, welche Kinder zugunsten spekulativer, rassistisch-nationalistischer eben auf der einen Seite oder nationalökonomischer, demografischer Zukünfte geboren werden sollen und welche nicht. Oder auch welche Familien, Familienkonstellationen und Familienzusammenführungen innerhalb welcher sozialer Gruppen unterstützt werden sollen und welche nicht. Und ich nenne jetzt einfach nur ganz ein wichtiges Thema, was wir auch in der Vorbereitung nochmal gemeinsam schon besprochen hatten, dass uns das sehr aufregt, nämlich die deutsche Familienpolitik. Seit den 2000ern gibt es ja eine Familienpolitik, die Geburtenraten fördern soll, also die Deutschen sollen mehr werden. Aber diese Geburtenförderung ist ganz klar zugeschnitten worden auf privilegierte soziale Gruppen. Es gab dann eine Umverteilung von unten nach oben in der Sozialpolitik. Und wir wissen ja, das Elterngeld ist nun einkommensabhängig. Das heißt, wer mehr verdient, bekommt auch mehr. Und prekäre Gruppen sind sogar ganz ausgeschlossen worden. Also seitdem 2011 das Elterngeld zum Beispiel auf das Arbeitslosengeld 2 angerechnet wird, gibt es das de facto für Erwerbslose nicht mehr. Und auch ganz viele Gruppen mit bestimmten Aufenthaltsstatusen sind davon ausgeschlossen. Also genauso wie vom Kindergeld. Wichtig ist auch für die Zeit, vielleicht werden wir später noch darüber diskutieren, dass sozusagen der Staat der Garant für die Verwirklichung von Kinderwünschen privilegierter Menschen wurde. Ist auch für das Thema Reproduktionsmedizin nicht ganz unwichtig. Und dass so klassenarrogante Konzepte eingeführt wurden, wie das Humanvermögen, was eben bestimmte Erziehungspraktiken und Betreuungspraktiken aufwertet und andere abwertet. Ja, was heißt das jetzt für die Übertragung auf deutsche Verhältnisse im Vergleich zu den USA? Vielleicht sind da so ein paar Punkte wichtig. Also wir haben sicher einen Wohlfahrtsstaat hier, der mehr öffentliche und soziale gesundheitliche Versorgung vorsieht als in den USA eindeutig, aber eben auch sehr komplexe institutionelle Ausschlüsse, bürokratische Willkür und Arroganz, institutionellen Rassismus und starke soziale Ungleichheit haben wir hier ja schließlich auch. Und wir müssen uns, denke ich, mit spezifischen Konjunkturen und Konstellationen des Rassismus beschäftigen. Mit Antiziganismus, Antislawismus, antimuslimischem Rassismus und antischwarzem Rassismus. Also die Konjunkturen und Konstellationen des Rassismus sind andere in Deutschland. Genau, und vielleicht können wir so sagen, auch unsere Geschichte ist eine spezifische, die sich auch weiter trägt bis heute, was diese ganzen Verhältnisse angeht. Eine verdrängte deutsche Kolonialpolitik. Ein Weiterwirken eben antisemitischer, rassistischer und eugenischer Vernichtungspolitik im Nationalsozialismus,
Und damit hängen auch eben spezifische Kämpfe und eine Geschichte spezifischer Kämpfe in Deutschland zusammen. Also Thalo wird sicher auch noch was zu behindertenpolitischen Perspektiven sagen, die sich ja auch nicht losgelöst von dieser Vergangenheit verstehen lassen. Und so will ich jetzt zum Abschluss noch eine letzte Passage vorlesen, was das sozusagen Vergangenheitspolitik auch für das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit in Deutschland heißt. Das ist das, glaube ich, noch nicht. Muss da noch eins weiter sein? Genau. Kämpfe um reproduktive Gerechtigkeit sind also auch verwoben mit all den verlorenen und gewonnenen Kämpfen der Vergangenheitspolitik. Von dem mühseligen Einsatz, die deutsche Kolonialgeschichte endlich in die Geschichtsbücher aufzunehmen, über die letztendlich vergeblichen jahrzehntelangen Bemühungen, Zwangssterilisierte als Verfolgte des NS anzuerkennen, bis zu dem ambivalenten Erfolg, die sogenannte embryopathische Indikation im Abtreibungsrecht abzuschaffen. Eine feministische Programmatik der reproduktiven Gerechtigkeit steht heute vor der Herausforderung, diese Geschichte immer wieder präsent zu machen und die Bezüge zu heutigen Fragen der Biopolitik herzustellen und eben Fragen des Kinderkriegens und der Ein- und Ausschlüsse. Aber ohne geschichtsdeterministische Ableitungen zu betreiben und ohne die Erfolge der vergangenen antirassistischen, antifaschistischen, antieugenischen, antisozialdarwinistischen und dekolonialen Widerstände zu vergessen, ohne alle diese Widerstände auch zu vergessen. Okay, soweit erstmal von mir. Vielen Dank, Susanne, für diesen eindrücklichen Einblick in dieses wichtige Konzept in all seiner Vielschichtigkeit. Ich würde jetzt kurz dem Publikum die Möglichkeit geben, Verständnisfragen im Chat zu formulieren. Das kann jetzt auch noch genau in den nächsten Minuten passieren. Hier kommt schon die Frage, wie die brasilianische Feministin heißt, die du zitiert hattest. Das ist eine Feministin, die heißt Lopez, Fernanda Lopez, und auch die Feministin von Criolla. Das ist ein schwarzes feministisches Kollektiv in Rio. Die arbeiten sehr stark mit dem Konzept. Und die sagen immer Concepto Potencia dazu, weil es eben auch da ist seit 2018, seit so einer ähnlichen Zeit wie hier, sozusagen breiter diskutiert wird. Genau, die embryopathische Indikation, ich sehe es schon. Genau, ich lese noch mal kurz die Frage, damit alles hören können. Genau, hier kommt jetzt die Frage, was mit der embryopathischen Indikation gemeint ist. Ja, bis in die 90er Jahre, da kann Thalio auch sicher aber noch was zu sagen, ist es sozusagen in Deutschland, gab es ja mehrere Indikationen, wann Abtreibung möglich war, ein Schwangerschaftsabbruch, die medizinische Indikation, also bei Gefahr für das Leben der Schwangeren, die kriminologische bei Vergewaltigung und die embryopathische, wenn sozusagen ein positiver Befund, also Auffälligkeiten beim Embryo festgestellt wurden oder Fötus. Und das ist sozusagen eine eugenische Indikation im Sinne, dass dann möglich ist, sozusagen, dass es dass aufgrund von Behinderung, sozusagen zugeschriebenen Behinderungen, das möglich ist. Und das ist, da gab es eine breite antieugenische Kritik und Debatte und Proteste. Und jetzt ist sozusagen die Legitimation, was ja weiter so ist, wird über die medizinische Indikation gemacht. Aber ich schätze mal, Thalio sagt dazu was. Vielen Dank dir. Genau, ihr könnt gerne weiter auch Fragen im Chat stellen. Wir versuchen, so gut es geht, die zu sammeln und dann die später auch wieder aufzugreifen, wenn sie über die Verständnisfragen hinausgehen. Ich würde jetzt die Brücke bauen zu unserem nächsten Beitrag und unserer nächsten Referentin, Yande Thoen-Megihan, die über ihren Beitrag Mutterschaft als Person of Color sprechen wird und damit diesen explizit antirassistischen Impetus des Konzeptes der reproduktiven Gerechtigkeit nochmal vertieft. Und Yande ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie promoviert im Fachbereich Erziehungswissenschaften zu Psychoanalyse und Mutterschaft im Kontext von Migration und damit eben auch eng verknüpft im Kontext von Rassismus. Sie arbeitete von 2012 bis 2016 in einem psychoanalytischen Präventionsprojekt für Mütter mit Migrationserfahrung und
deren Kinder. Und damit würde ich gar nicht mehr so viel mehr sagen, als dir das Wort zu übergeben, Janne. Ja, vielen Dank. Ja, sorry, ich musste gerade noch meinen Tisch hochfahren. Ich hoffe, das war nicht zu sehr sichtbar. Also vielen Dank euch beiden für die Möglichkeit, in diesem Handbuch mitzuschreiben. Also ich habe gerade gedacht, Möglichkeitsraum trifft auch auf dieses Handbuch zu für mich. Ich lerne rund um dieses Handbuch. Also ich habe auch mich lange noch nicht durchgearbeitet, aber unheimlich viel und finde es total spannend. Spannende Begegnungen, die damit verbunden sind, genau. Ja, ich stelle den Artikel, den Beitrag Mutterschaft als Person of Color vor und werde drei Passagen daraus vorlesen. In der ersten Passage geht es um die diskursive Ebene. Also wie sprechen wir über die Menschen, die mich da beschäftigen und vor allem, wie benennen wir sie? Im zweiten Teil, den ich lese, geht es um die Leerstellen, die ich so in der Auseinandersetzung mit Elternschaft in Deutschland sehe. Und es soll so ein bisschen gezeigt werden, was kann eine dezidiert schwarze Perspektive da vielleicht beitragen. Und in der dritten und letzten Passage soll so ein bisschen unsere eigene Rolle, also wie verorten wir uns in dieser großen emanzipatorischen Bewegung und ja, auch wie stehen wir zueinander und zu uns selbst. Genau, dann komme ich zur ersten Textstelle. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde mit dem Begriff Migrationshintergrund der Versuch unternommen, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Deutschland faktisch ein Einwanderungsland ist. In Deutschland leben nach Schätzungen des Statistischen Bundesamts ca. 21 Millionen Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund und ca. 11 Millionen AusländerInnen. Während unter den 65- bis 75-Jährigen nur 15% einen Migrationshintergrund haben, sind es unter den 25- bis 35-Jährigen schon etwa ein Drittel der Bevölkerung und unter den 0- bis 5-Jährigen bereits etwa 40% der Gesamtbevölkerung. Im Januar 2019 hatten etwa ein Viertel aller Frauen in Deutschland einen sogenannten Migrationshintergrund im weiteren Sinne. Das Problem mit dem Begriff ist, dass hier migrationsspezifische, kulturspezifische und rassistische Erfahrungen miteinander vermischt werden. Der Begriff rekurriert auf das sogenannte Integrationsparadigma, die Idee einer homogenen Gruppe der deutschen Bevölkerung, in die sich migrierte Menschen integrieren sollen. So, jetzt geht's weiter. Genau. Der Sozialwissenschaftler Aladin El-Mafalani spricht von einem Integrationsparadox und hält die Idee, gelungene Integration führe zu einer harmonischeren Gesellschaft, für eine Illusion. Je mehr Menschen zur Teilhabe an einer Gesellschaft in der Lage seien, desto deutlicher treten Konflikte zwischen unterschiedlichen Interessen in den Vordergrund. Der Begriff Migrationshintergrund und daraus folgend auch der Integration erscheint daher als problematisch. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es für wissenschaftliches Denken und Arbeiten dringend neue Begriffe braucht, auch und besonders in Bezug auf Elternschaft. Ein Begriff, der in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen Raum Beachtung gefunden hat, ist People of Color. People of Color meint alle klassifizierten Menschen, die in unterschiedlichen Anteilen über afrikanische, asiatische, lateinamerikanische, arabische, jüdische, indigene oder pazifische Herkünfte oder Hintergründe verfügen. Er verbindet diejenigen, die durch die weiße Dominanzkultur marginalisiert sowie durch die Gewalt kolonialer Tradierungen und Präsenzen kollektiv abgewertet werden. Ja, vielleicht zu dem Begriff so eine kleine Einordnung. Also der Begriff taucht anscheinend zum ersten Mal Ende des 18. Jahrhunderts auf. Und da werden besonders freie Sklaven, also Free People of Color, Sklaven, die befreit wurden, gemeint. Und der erfährt dann nochmal so sehr unterschiedliche Konnotierungen. Also zum einen, dass sozusagen Menschen, die ich auch heute als Mixed Race bezeichnen würde, so benannt werden.
und während des Civil Rights Movements in Amerika wird dann immer mehr sozusagen die Betonung darauf gelegt, dass man eben alle Menschen, die nicht weiß sind, meint. Martin Luther King spricht dann von Citizens of Color. Und die Loretta Ross, von der wir eben schon gehört haben, die spricht auch von Women of Color, um nochmal sozusagen das inklusive Moment ihres Feminismus zu betonen. Genau, dann würde ich zur nächsten Textstelle kommen. In der deutschen Wissenschaftslandschaft gibt es bis heute nur wenige Diskussionsbeiträge, die Elternschaft über weiße Realitäten hinaus theoretisieren. In den USA hingegen nimmt die feministische Debatte rund um Black Motherhood explizit die Verknüpfung von Mutterschaft und Schwarzsein in den Blick. Dabei wird, wie an vielen Stellen auch im deutschsprachigen Differenzfeminismus, gerade das emanzipative Potenzial von Mutterschaft betont. Mit Rekurs auf die Soziologin Patricia Hill Collins stellt Karen Craddock, ich lese es jetzt auf Englisch, aber übersetze gleich nochmal, The Power of Self-Definition, also von Selbstdefinition, Advocacy, also so eine Art Anwaltschaft, Resistance, Widerstand und Resilience, also Resilienz heraus, welche das Konzept von Black Motherhood beinhalte. Damit gliedere sich das US-amerikanische Konzept von Black Motherhood nicht in die vorherrschenden westlichen patriarchalen Ideen ein, deren Mutterbilder von Schwäche und Unterdrückung geprägt seien, sondern verstehe Mutterschaft vielmehr als eine aktivistische Rolle, losgelöst von biologischen Grenzen. Also eingangs hat Lisa von Mutterschaft als das begehrte Gut gesprochen, also dass der Queer-Feminismus das nochmal so hervorbringen konnte. Und das fand ich gerade nochmal so eine schöne Formulierung und dachte, ja genau, also darum geht's, ne? Dass Schwarze Mutterschaft mit ganz anderen Lebensrealitäten konfrontiert war, beispielsweise der massiven Eingeschränktheit darin, überhaupt Mutter zu werden, ja, bis hin dazu, davon ausgeschlossen zu sein. Ja, dann überhaupt also sozusagen die Möglichkeit, sein Kind, wenn es denn mal da ist, in Sicherheit und Wohlstand oder relativen Wohlstand großzuziehen. Also die Erfahrung aus mehreren Richtungen von Marginalisierung und Diskriminierung betroffen zu sein, nicht nur diskriminiert zu werden, weil man eine Frau ist, sondern auch, weil man schwarz ist oder weil man einer bestimmten Klasse angehört. Das waren alles Perspektiven, die ja, den Blick des eher weiß- und mittelschichtsgeprägten Feminismus nochmal weiten konnten und die sozusagen für andere Missstände sensibilisieren konnten, wenn man so will. Genau, ich käme jetzt schon zur nächsten Passage. Der Begriff der Privilegien wird als Kehrseite der Diskriminierung und Marginalisierung verstärkt diskutiert. Das erhöht die Sensibilisierung dafür, inwiefern die eigene Lebenssituation sowie damit einhergehende Freiheiten und Möglichkeiten mit der Unfreiheit und Prekarisierung anderer zusammenhängen. Roxane Gay warnt vor einer Olympiade der Unterdrückung und fordert einen neuen Diskurs im Umgang mit unterschiedlichen Formen der Diskriminierung. Die Feministin Peggy McIntosh spricht von einem unsichtbaren Rucksack voller Privilegien und weist damit auch auf die Prozesshaftigkeit einer intersektionalen Auseinandersetzung hin. Es erscheint als ein feinfühliger Balanceakt, eigene Unterdrückungs- und Diskriminierungserfahrungen zu thematisieren und dabei nicht die eigene Teilhabe an der machtförmigen Herstellung der sogenannten anderen aus dem Blick zu verlieren. Ja, vielleicht gleich so eine Einordnung, also weil das jetzt zuletzt hier genannt wird, die Herstellung von anderen, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen irritierend.
Also was ich damit meine, und das ist ja auch so in der ersten Passage gewesen, die diskursive Ebene beschäftigt mich sehr. Also was kreieren wir in der Art und Weise, wie wir über andere reden und über uns selbst? Also als Beispiel, wenn ich über Flüchtlingsmänner, aggressive Flüchtlingsmänner oder auf der anderen Seite über einen nigerianischen Zahnarzt spreche, dann entstehen entsprechend sehr unterschiedliche Bilder im Kopf meines Gegenübers und die beeinflussen uns natürlich massiv, bewusst und unbewusst, und das betont sozusagen, also dieser Blick und vielleicht auch der kritische Blick, der betont, dass wir uns davon immer wieder distanzieren müssen, ne? Und dass das eben nichts Neutrales ist, das Sprechen über andere, sondern dass das eigentlich ein Kreieren auf vielen Ebenen ist. Dieser unsichtbare Rucksack, also das fand ich eine ganz schöne Formulierung von Peggy McIntosh, also zu sagen, egal wer wir sind, wir tragen erstmal ganz viele Privilegien mit uns mit, die uns nicht bewusst werden, weil die ja erstmal kein Leid erzeugen. Also wenn ich jetzt mal von meiner eigenen Person ausgehe, ne, ich habe irgendwie durch meine Nationalität und die Sprache, die ich spreche, durch meinen sozioökonomischen Status vielleicht unheimlich viele Vorteile gegenüber anderen. Gleichzeitig erfahre ich auch ganz viel Benachteiligung. Ja, da könnte man jetzt meine Race, meine Hautfarbe oder meine Frau sein, ja, mein Geschlecht irgendwie als Beispiel nehmen. Also das ist in einer Person vereint, und diese letzte Textstelle, die ist so ein Plädoyer dafür, vielleicht so eine innere Fähigkeit sozusagen zu entwickeln oder auch zu trainieren, dazwischen hin und her zu schwingen. Also auf der einen Seite in der Lage zu sein, zu sehen, hoch, ja, da habe ich Zugang zu bestimmten Welten, zu Diskursen eben auch, zu einer Auseinandersetzung. Hier ist nochmal die Textstelle. Und hier bin ich von was ausgeschlossen. Und das ist immer alles gleichzeitig präsent, also vielleicht nicht mir präsent, aber sozusagen formt und überformt meine Lebensrealität. Und das ist ja erstmal irgendwie eine Chance auch für Wachstum, ne? Also sich aus der Erfahrung der Benachteiligung heraus mit der eigenen Privilegiertheit auseinanderzusetzen. Genau. Soweit mal. Ich habe noch ein Zitat, das ist nicht aus meinem Beitrag. Loretta Ross sagt, fighting hate should be fun. Und das, also das ist ja generell so eine tolle Person, die wollte ich nochmal benannt haben. Also müssen wir uns alle ganz viel angucken von der. Dann, ich weiß jetzt gar nicht zeitlich. Ich würde mal hier einen Punkt machen. Ich freue mich über Rückfragen. Vielen Dank, Janne, für diesen Einblick in deinen Beitrag. Der Beitrag ist, wie auch alle anderen, sehr, sehr lesenswert. Und vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, auch das Handbuch ist hoffentlich bald in sehr vielen auch Bibliotheken als E-Book erhältlich. Also dann muss man das auch nicht erwerben, sondern kann sich da die Beiträge runterladen und lesen. Und genau, das sind jetzt ja also die... auch das, was ihr mitlesen konntet und was ihr bisher gehört habt, das sind ja sehr voraussetzungsvolle Inhalte stellenweise. Und an der Stelle deshalb auch nochmal der Hinweis, die Veranstaltung wird ja aufgezeichnet und ihr habt später die Möglichkeit, das auf der Webseite des Gunda-Werner-Institutes auch nochmal nachzuhören und nachzusehen. Und genau, in eigenem Tempo sozusagen. Jetzt die Möglichkeit noch an Janne noch Verständnisfragen zu stellen und die Diskussionsfragen gerne später. Ansonsten, lasst euch Zeit. Ich weiß auch, dass von Loretta nochmal auch die Hinweise zu den Texten von Loretta Ross. Und ansonsten, da kommt jetzt eine
Frage eines Menschen, der schreibt, als nicht ehelicher Vater erlebt er den Rucksack an Privilegien von Müttern, der allerdings gesellschaftlich kaum wahrgenommen wird. Und ob die Autorin denkt, dass dies stärker thematisiert werden müsste, ich würde sagen, das ist eine Diskussionsfrage, die ist jetzt ja nicht direkt sozusagen eine Verständnisfrage, außer Jan, du willst da jetzt gerade direkt drauf reagieren, ansonsten würde ich sagen, wir nehmen das mal mit. Genau, danke an die fragende Person und dann würden wir jetzt an dieser Stelle einen thematischen, ein Stück weit einen Sprung machen in das Thema der Pränataldiagnostik und da werden wir gleich mehr zu hören von Taleo Stüwe. Taleo Stüwe ist Mediziner. Übrigens, das verleitet mich auch nochmal zu der Ansage, dass dieses Buch unglaublich interdisziplinär aufgebaut ist. Also es schreiben verschiedenste Menschen mit den verschiedensten fachlichen Hintergründen und aus den verschiedensten theoretischen oder praktischen oder beides Perspektiven und Hintergründen. Und das ist auch so, finde ich, auch so wertvoll an diesem Buch. Und damit zurück zu Taleo. Genau, Taleo kommt aus dem medizinischen Kontext, hat Medizin studiert und 2020, ich glaube, ganz abgeschlossen. 2019, ich kann meine Notizen nicht mehr lesen. Genau, auf jeden Fall arbeitet er seit 2020 beim schon erwähnten genetischen Netzwerk im Fachbereich Mensch und Medizin. Und Taleo ist auch Redakteur der Fachzeitschrift des Genethischen Informationsdienstes. Und seine Schwerpunkte sind Pränataldiagnostik und noch so ein sperriges Wort, Präimplantations, das darfst du gleich nochmal sagen, Diagnostik. Ich bin nämlich nicht medizinisch nicht so versiert. Und auch zu Reproduktionstechnologien aus einer intersektional feministischen Perspektive. Und außerdem schreibt Taleo auch an seiner Doktorarbeit zur ärztlichen Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik und ist außerdem seit Jahren aktivistisch zu gesundheitspolitischen Themen unterwegs und dazu auch in verschiedenen Bündnissen und Gruppen organisiert. Und so viel mehr würde ich gar nicht vorwegnehmen, sondern dir das Wort übergeben. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und auch für die Einführung. Ich kann mich total bei Jande anschließen, dass in die Gelegenheit für dieses Buch einen Beitrag schreiben zu können, für mich total bereichernd war und ja, danke auch dafür. Genau, ich bin schon ganz voll von den zwei interessanten Inputs, die bestimmt ausreichen würden, um die Diskussionszeit nachher zu füllen. Jetzt komme ich nochmal, wie ihr schon gesagt habt, mit einem ganz anderen Thema. Der Pränataldiagnostik. Ich werde es im Beitrag auch abkürzen mit PND. Und zur Begriffsklärung vielleicht einmal: Prä bedeutet vor, natal, geburtlich und Diagnostik Untersuchung, also vorgeburtliche Untersuchung. Ich würde auch direkt mit einer Textstelle anfangen. Das sind die ersten Sätze aus dem Beitrag. Pränataldiagnostik ist schon lange ein integraler Bestandteil ärztlicher Schwangerschaftsbegleitung. Weit gefasst fallen hierunter alle Untersuchungen der schwangeren Person oder des Embryos bzw. Fötus während der Schwangerschaft. Häufig werden unter Pränataldiagnostik jedoch nur jene Untersuchungen zusammengefasst, die über die Standarduntersuchungen der medizinischen Schwangerschaftsvorsorge hinausgehen. Der Großteil dieser weiterführenden Untersuchungen zielt darauf ab, bestimmte genetische Varianten oder andere Normabweichungen des Fötus festzustellen bzw. auszuschließen. Die hiermit verknüpften komplexen Fragen und Entscheidungen sind individuell gerahmt und werden somit auch dem Verantwortungsbereich der werdenden Eltern zugeordnet. Schwangere Personen müssen sich mit dem umfangreichen Untersuchungsangebot auseinandersetzen und Entscheidungen bezüglich der Inanspruchnahme vorgeburtlicher Untersuchungen treffen, sowie über die möglichen Konsequenzen nachdenken, die sie aus einem auffälligen Befund ziehen würden. Häufig steht hier die Frage nach dem Abbruch einer zuvor bereits angenommenen und durch den PND-Befund wieder in Frage gestellten Schwangerschaft im Raum. Zum Beispiel bei einem vorgeburtlich diagnostizierten Down-Syndrom, auch bekannt als Trisomie 21.
Pränataldiagnostik spielt also eine große Rolle für das vorgeburtliche Elternwerden. In dem Beitrag dann im Buch folgen dann Abschnitte, wo ich ein bisschen ausführe, was das Untersuchungsangebot ist, also die medizintechnischen Möglichkeiten, und gehe dann auch auf die Rechtslage ein in Bezug auf den deutschen Kontext. Also sowieso der ganze Beitrag bezieht sich auf Deutschland und das, was ich jetzt sage, außer ich markiere das anders. Das würde hier jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, das alles auszuführen. Ich möchte nur kurz an der Stelle auf so die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Pränataldiagnostik in Deutschland eingehen. Es gab so eine neue Erweiterung von dem Untersuchungsangebot vor 10 Jahren. Die hat ja so einen entscheidenden Wendepunkt, würde ich sagen, markiert in Bezug auf Pränataldiagnostik. 2012 wurde in Deutschland der sogenannte nicht-invasive Pränataltest eingeführt. Das ist ein genetischer pränataldiagnostischer Test. Da wird der schwangeren Person Blut abgenommen und aus dieser Blutprobe kann dann das fetale Erbgut rausgefiltert werden. Das ist sogenannte fetale zellfreie DNA. Und die kann dann im Labor untersucht werden. Technisch ist es im Prinzip schon möglich, das gesamte Genom zu sequenzieren. Aber bisher sucht der Test eben nur nach gezielt definierten einzelnen Genvarianten, wie zum Beispiel eben das Down-Syndrom. Wonach aber auch gesucht werden kann, sind zum Beispiel Varianten der Geschlechtschromosomen. Genau, und nach diesen Eigenschaften wird dann gesucht und das Ergebnis ist quasi so ein errechneter Wahrscheinlichkeitswert für das Vorliegen von dieser bestimmten genetischen Variante. Und wenn das Ergebnis auffällig ist, um dann eine sichere Diagnose zu bekommen, muss quasi nochmal ein invasiver Test gemacht werden. In der Regel wird da eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht, wo dann ja Fruchtwasser abpunktiert wird, also eben eine invasive, also in den Körper eingreifende Diagnostik dann nochmal nötig ist, um dieses Ergebnis quasi zu bestätigen. Über die Jahre, also jetzt über die 10 Jahre, die es den Test schon gibt, wurde das Untersuchungsangebot immer mehr ausgeweitet. Also es wird mittlerweile auf weitere genetische Varianten, kann danach gesucht werden. Und es sind auch weitere Tests in der Erprobung. Und eine andere Entwicklung ist, dass die Preise für die Tests gesunken sind. Also als es eingeführt wurde, lagen die Preise bei über 1.000 Euro. Und die sind jetzt, je nachdem, auf was man alles testen lassen möchte, aber deutlich gesunken und liegen für den Test auf die Trisomien 13, 18 und 21 bei ungefähr 200 Euro jetzt. 2013 hat eine von den Herstellerfirmen dann einen Antrag gestellt und dann wurde so ein Verfahren quasi eingeläutet, um zu prüfen, ob der Test nicht Kassenleistung werden könnte. Das Verfahren, das hat sich sehr lange hingezogen und war auch von zivilgesellschaftlichen Protesten begleitet, sowohl von Akteuren aus der Behindertenbewegung, aber auch aus anderen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen. Das Verfahren wurde jetzt letztes Jahr abgeschlossen und die zuständige Institution, das ist der gemeinsame Bundesausschuss, hat eben entschieden, dass der Test auf die Trisomie 21, also das Down-Syndrom, und auch auf die selteneren Trisomien 13 und 18 von der Krankenkasse bezahlt wird. Das Einzige, was da noch fehlt, ist die Abrechnungsziffer. Die kommt allerspätestens im Mai diesen Jahres. Also es handelt sich jetzt nur noch um Wochen, dass dann dieser Test für alle schwangeren Personen als Kassenleistung zur Verfügung steht. Medizinische Fachgesellschaften rechnen damit, wenn der Test Kassenleistung ist, dass dann über 90% aller Schwangeren den Test in Anspruch nehmen werden, was dann letztlich eigentlich einem flächendeckenden Screening gleichkommt. Und ein Blick in andere Länder, wo der Test schon auf diese Art eingesetzt wird, gibt so ein bisschen eine Prognose, was dann wahrscheinlich auch für Deutschland zu erwarten ist. Zum Beispiel in Dänemark, wo der Test eben flächendeckend eingesetzt wird und die Kosten übernommen werden dafür, kommen fast keine Kinder mit Down-Syndrom mehr zur Welt. Ich würde dann jetzt ein bisschen von da wieder wegspringen, also von diesen institutionellen Verfahren und hin zu dem Abschnitt in meinem Text, der die Überschrift trägt, Selbstbestimmung?
Dann warte ich noch kurz, dass das eingeblendet wird zum Mitlesen. Die Forderung nach Selbstbestimmung etablierte sich als zentrales Konzept der zweiten Welle der Frauenbewegung in den 1970er Jahren und ist weiterhin aktuell. Nachdem es nach der Reform des Paragraphen 218 im Strafgesetzbuch im Jahr 1995 vorübergehend ruhiger um das Thema wurde, hat sich in den letzten Jahren eine große bundesweite, international vernetzte Pro-Choice-Bewegung entwickelt. Die Anwendung des Selbstbestimmungsbegriffs auf BND hingegen ist deutlich komplexer. Und viele Pro-Choice-Gruppen und Aktivistinnen meiden die Auseinandersetzung mit dem Thema, trotz der offensichtlichen Zusammenhänge zwischen BND und späten Schwangerschaftsabbrüchen. Das war nicht immer so. In Reaktion auf die Eröffnung humangenetischer Beratungsstellen sowie der Entwicklung präziserer pränataldiagnostischer Untersuchungsmethoden entstand in den 1980er Jahren eine feministische Auseinandersetzung mit diesen neuen Technologien. Sowohl bezüglich der Entscheidung für oder gegen die Inanspruchnahme von PND, als auch hinsichtlich der Entscheidung für das Fortsetzen bzw. das Abbrechen einer Schwangerschaft in der Folge einer pränatalen Diagnose, begann die Suche nach einer feministischen Positionierung und Praxis, die zu unterschiedlichen Bewertungen führte. Erika Feierabend stellt die feministische Konfrontation in den plakativen Gegensätzen für neue reproduktive Wahlmöglichkeiten versus gegen eine Eskalation reproduktiver Pflichten gegenüber. Ich springe jetzt ein Stück weiter und würde kurze Auszüge vorlesen, die diese beiden Positionen so grob umreißen. Befürworterinnen sehen in der Pränataldiagnostik eine Technik, die sich schwangere Personen aneignen können. Mehr Informationen über den Embryo bzw. Fötus und den Schwangerschaftsverlauf bilden demnach eine breitere Wissensbasis, auf der freie Entscheidungen getroffen werden können. In der Fortsetzung des Narrativs »Mein Bauch, meine Entscheidung« wird auch die Entscheidung für die Inanspruchnahme von PND und gegebenenfalls auch für einen Spätabbruch als individuell, persönlich und nicht kritisierbar gerahmt. Genau, danke. Kritikerinnen sehen in der Pränataldiagnostik weniger ein Mittel für mehr Entscheidungsfreiheit als vielmehr eine Möglichkeit des Zugriffs auf reproduktive Körper. Durch die Einführung, Ausweitung und Normalisierung von Pränataldiagnostik entstehe eine kollektive Erwartungshaltung, dass schwangere Personen die Untersuchungen in Anspruch nehmen und sich im Fall eines auffälligen Befundes für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Swantje Köpsel spricht von einem moralischen Zwang zur verantwortungsbewussten Schwangerschaft. Ich zitiere jetzt hier Swantje Köpsel. Es zeichnet sich ab, dass es bald nicht mehr möglich sein wird, wirklich selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, sofern sich diese gegen die etablierte Verpflichtung, nur noch perfekte Kinder zu gebären, richtet. Dieses Zitat ist von 1992 und genau, ich finde, es ist immer noch sehr aktuell. Ich würde jetzt abschließend noch mein Zitat aus dem Buchbeitrag vorlesen. Darin wird, finde ich, auch der Bezug zum Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit greifbar. Und ich finde, das Konzept bietet sich eben total an für eine feministische Betrachtung von Pränataldiagnostik. In einer kapitalistischen Gesellschaft, welche die Optimierung der menschlichen Leistungsfähigkeit in den Fokus stellt, ist die Diskriminierung von Menschen mit Beeinträchtigung fest verankert. Durch die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik gilt diese Optimierungslogik auch für Schwangerschaften. Schwangere Personen stehen unter Produktivitätsdruck. Es wird von ihnen erwartet, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Dass die Verantwortung für alle Entscheidungen rund um PND sowie die daraus resultierenden Konsequenzen in den Privatraum der werdenden Eltern verlagert werden, führt zur Individualisierung gesellschaftlicher Probleme. Wirklich selbstbestimmte Entscheidungen zu PND scheinen unter den vorherrschenden gesellschaftlichen Bedingungen und Normen unmöglich. Institutionelle und rechtliche Regelungen gehen mit der Routine selektiver PND einher und stützen diese. Zwar muss die individuelle Entscheidung einer schwangeren Person für die Inanspruchnahme von PND oder für einen Schwangerschaftsabbruch im Fall einer fetalen Diagnose nicht mit einer diskriminierenden Absicht gegenüber Menschen mit Behinderung einhergehen
oder mit dem bewussten Streben nach einer gesunden Bevölkerung. Jedoch führt die Summe vieler Einzelentscheidungen, die unter den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen von werdenden Eltern getroffen werden, nachweislich zu weniger Geburten von Kindern mit Beeinträchtigung. Anstatt den Wunsch nach einem gesunden Kind zu naturalisieren, lohnt es sich, den individualisierten, neoliberalen Selbstbestimmungsbegriff zu hinterfragen. Marginalisierte Perspektiven einzubeziehen und sichtbar zu machen, sollte selbstverständlich zum feministischen Denken und Handeln dazugehören, wie dies aktuell anhand des Konzepts der reproduktiven Gerechtigkeit diskutiert wird. Das bedeutet auch, sich kritisch mit der eigenen Behindertenfeindlichkeit auseinanderzusetzen, was Feministinnen mit Behinderung bereits seit vielen Jahren fordern. In einer inklusiven Gesellschaft mit anders verteilten, gerechteren und nicht hierarchischen Sorgeverhältnissen könnten schwangere Personen freie Entscheidungen auch gegen die Inanspruchnahme von PND und für die Geburt eines Kindes mit Beeinträchtigung treffen. Damit wäre ich am Ende von meinem Beitrag. Ja, Taleo, vielen herzlichen Dank für diesen sehr tollen Beitrag, der wirklich das Handbuch auch nochmal wesentlich bereichert hat. Wir sehen jetzt an diesem Beitrag wirklich auch sehr schön und eindeutig die sehr kontroversen feministischen Auseinandersetzungen, also wie sie in dem Handbuch immer am Ende der Beiträge zu dem jeweiligen Thema deutlich gemacht werden. Also wie man eben aus einer feministischen Perspektive auf der einen Seite für eine Pränataldiagnostik als Kassenleistung sein kann, aber eben auch sehr strikt dagegen. Das finde ich besonders brillant an diesem Beitrag. Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo wir Fragen ins Publikum stellen. Also hat jemand Nachfragen direkt, Wissensnachfragen oder genau Verständnisfragen? Es ist sehr, sehr voraussetzungsreich, das ist uns klar. Und wir haben auch die Überleitung sozusagen nicht ganz perfekt hingekriegt. Also sozusagen, hier ist direkt die Frage sozusagen, ob du noch mal darauf eingehen könntest, was unter der Pro-Choice-Bewegung zu verstehen ist, der feministischen. Ich würde noch mal ganz kurz, bevor du die Frage beantwortest, noch mal kurz vorgreifen, weil wir vorhin einfach gesagt haben, genau, es ist jetzt ein thematischer Sprung. Das ist ein Stück weit auch bewusst so, dass es jetzt thematische Sprünge sozusagen innerhalb dieses Handbuches gibt es die, aber ja auch innerhalb des Konzeptes der reproduktiven Gerechtigkeit und auch innerhalb der feministischen Kämpfe. Ne? Die Schwerpunkte sind unterschiedlich und ich glaube, diese Sprünge lassen sich ein Stück weit nicht vermeiden, aber ich wollte nochmal zurückgreifen und nochmal verdeutlichen, so dass anhand von jetzt deinem Beitrag, Taleo, und auch an deinem Beitrag, Jande, bisher so zwei verschiedene Stränge sehr gut und sehr konkret deutlich werden, die sich unterhalb dieses Schirmes, dieses thematischen Schirmes treffen. Und genau, das ist jetzt mit dem Abschluss von deinem Beitrag, da hast du es ja auch nochmal eingebettet in das Konzept, auch nochmal sehr gut deutlich geworden, finde ich. Und und bevor du gleich die Pro-Choice-Frage beantwortest, ich vermute, sie bezieht sich darauf, das einfach nochmal einzuordnen, kommt hier auch schon ein großes Danke für deinen Input, genau. Und damit. Genau, jetzt erstmal die Frage nach der Pro-Choice-Bewegung. Was hat es damit auf sich? Also ich verstehe die Pro-Choice-Bewegung oder meinen die in dem Text damit die feministische Bewegung für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Also ich glaube, die hat sich eben früher im deutschen Kontext zumindest noch nicht selber Pro-Choice-Bewegung genannt, aber meine Wahrnehmung ist so, dass das jetzt der Begriff ist, der quasi viel gewählt wird, auch in so Außenbeschreibungen, aber auch in der Selbstbeschreibung von feministischen Gruppen, die ganz dezidiert sich einsetzen für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, was eben im deutschen Kontext gerade sehr aktuell die Forderung ist nach der Streichung von Paragraphen 218. Ich hoffe, das beantwortet die Frage und vielleicht, was ist dann der Zusammenhang zur Pränataldiagnostik? Es gab ja vorhin auch die Nachfrage, die Susanne schon beantwortet hat, zur embryopathischen Indikation. Der Paragraph 218 regelt eben auch Schwangerschaftsabbrüche nach pränataldiagnostischer Diagnose. Und die Pro-Choice-Bewegung fokussiert sich aber
in der Forderung sehr stark auf die Schwangerschaftsabbrüche nach der sogenannten Fristenregelung. Also ja, vielleicht als so plakative Unterscheidung einfach da die Forderung, dass man sich gegen eine Schwangerschaft entscheiden kann, wenn man gerade nicht schwanger sein möchte und gerade nicht Eltern werden möchte. Und im Kontext von Pränataldiagnostik hat es nochmal diese andere Dimension, dass eben diese Diagnose oder auch Hinweise einfach nur, dass vielleicht eine Beeinträchtigung vorliegt, dass die in der Regel zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft gefunden werden, in dem Moment, wo sich die werdenden Eltern eigentlich schon für die Schwangerschaft entschieden haben. Und dann kommt quasi der Befund und stellt es nochmal in Frage. Und genau, bis 95 gab es eben diese embryopathische Indikation, dass sozusagen die Beeinträchtigung selber der Grund für den Schwangerschaftsabbruch war. Das ist, würde ich sagen, fast ausschließlich der Behindertenbewegung zu verdanken, dass das eben anerkannt wurde, dass das ja eine diskriminierende Praxis ist. Deswegen wurde die embryopathische Indikation gestrichen. Und dann wurde es eben integriert in die sogenannte medizinische Indikation, die argumentiert mit der Gesundheit oder auch tatsächlich dem Leben der schwangeren Person. Und dann ist es eben nicht mehr die Behinderung des Fötus der Grund für die Abtreibung, sondern die negativen Auswirkungen auf, im Gesetz steht, die seelische Gesundheit von der schwangeren Person. Und dass diese Beeinträchtigung quasi nicht auf anderem Wege abzuwenden ist als durch den Schwangerschaftsabbruch. Und vielleicht also auch noch ein interessanter Aspekt, durch diese Integration in die medizinische Indikation gibt es auch kein zeitliches Limit mehr. Die embryopathische Indikation hat eben ein Limit gehabt, dass es bis zur 22. Schwangerschaftswoche möglich war, dann die Schwangerschaft zu beenden. Und die medizinische Indikation hat ja auch berechtigterweise kein Limit nach hinten, weil wenn das Leben der schwangeren Person in Gefahr ist, dann sollte egal sein, wie fortgeschritten die Schwangerschaft ist. Das bedeutet aber eben auch, wenn argumentiert wird mit dieser Indikation, kann eine Schwangerschaft aufgrund von einem pränataldiagnostischen Befund theoretisch rein rechtlich bis zum Einsetzen der Wehen eben abgebrochen werden. Herzlichen Dank für die sehr gute Ausführung. Ganz kurz noch zur Pro-Choice-Bewegung. Also Pro-Choice bezieht sich auf freie Wahl und was eben auch von feministischer Seite hier stark kritisiert wird an der Pro-Choice-Bewegung ist, dass sie unter dieser freien Wahl eben lediglich die Wahl zur Abtreibung oder nicht in den Raum stellt oder zu ihrem Kampfgegenstand macht, aber eben nicht sozusagen das Recht darauf, ein Kind zu bekommen. Und genau das wird ja hier im Grunde genommen gesellschaftlich in Abrede gestellt. Rein medizinisch. Dann gibt es noch hier eine Frage. Mich würde die Quelle der medizinischen Fachgesellschaften interessieren, die 90% Nutzung prognostizieren. Vielen Dank. Ich glaube, das ist die gynäkologischer Fachverband. Ich suche die Quelle gleich raus und stelle das in den Chat. Prima. Ja, und dann noch eine weitere Frage. Hey, danke für den spannenden Beitrag. Ich würde gerne wissen, ob Trisomie 21 der einzige Streitpunkt bei so Pränataldiagnostik ist oder ob es auch um andere Indikatoren ähnliche Diskussionen gibt. Also die Trisomie 21 ist auf jeden Fall so ein bisschen die, ja, so die sichtbare Behinderung, an der sich das aufhängt und um die sich die Diskussion lange dreht, was einfach daran liegt, dass es eine der häufigsten genetischen Varianten ist, die leicht vorgeburtlich festgestellt werden kann und auch schon lange, also bevor es diesen Bluttest gab, konnte man das eben auch per Fruchtwasseruntersuchung feststellen. Aber auf jeden Fall werden jetzt auch andere genetische Varianten oder genetische Prädispositionen diskutiert, die vorgeburtlich festgestellt werden können. Bin ich gerade zu hören? Bei mir hängt es so ein bisschen. Doch, okay, sehr gut. Genau, ich hatte das vorhin schon kurz ja auch gesagt, dass zum Beispiel Varianten der Geschlechtschromosomen auch mit untersucht werden können. Und das ist auf jeden Fall auch was, ja, was diskutiert wird, aber es sind ja marginalisierte Themen und kleine Selbstvertretungsgruppen. Deswegen hat es einfach leider nicht so eine große Öffentlichkeit bisher.
Aber das ist, also dieses Beispiel der Geschlechtschromosomen finde ich ziemlich eindrücklich, weil es ist eben gesetzlich tatsächlich verboten, vor der 12. Schwangerschaftswoche das fetale Geschlecht mitzuteilen. Damit werden der Eltern eben nicht einen Abbruch machen können, weil der Fötus nicht das gewünschte Geschlecht hat, also um einer Geschlechterselektion vorzubeugen. Wenn aber Abweichungen festgestellt werden von eben einem XX oder XY, also im normalen Geschlechtschromosomensatz, dann darf das eben schon vorher auch mitgeteilt werden. Also wenn eine Variante wie X0 oder XXY so eine zahlenmäßige Veränderung bei den Geschlechtschromosomen vorliegt. Und da gibt es dann quasi so einen, ja, einen ungleichen Schutz von Feten, eben entweder die einen rein männlich definierten oder weiblich definierten Chromosomensatz haben, gegenüber intergeschlechtlichen Feten. Herzlichen Dank. Das war nochmal eine tolle Ausführung. Genau, und dann, nachdem wir jetzt eine Art medizinischen, soziologischen Ausflug thematisch gemacht haben in diesen Themenbereich der reproduktiven Gerechtigkeit, gehen wir weiter in der Praxis, und zwar mit Niki Drakos, die gleich in Obhutnahme von Kindern sprechen wird und damit auch nochmal ein sehr zentrales und wichtiges Themenfeld innerhalb der Kämpfe um reproduktive Gerechtigkeit aufmacht. Niki Drakos ist Programmkoordinatorin für die bildungspolitischen Angebote, die intersektional feministisch arbeiten der Frauenkreise. Und die Frauenkreise sind ein Projekt des Vereins Lila Offensive. Gibt es seit 30 Jahren, und seit 2009 arbeiten die Frauenkreise explizit an rassismuskritisch intersektional. Niki ist Quereinsteigerin aus dem Bereich Video und Film, wo sie 15 Jahre freiberuflich tätig war, und ist Co-Vorsitzende im Bundesvorstand von Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, und ist eben auch, wie ich vorhin schon sagte, im Netzwerk Reproduktive Gerechtigkeit organisiert. Und Niki begleitet uns jetzt quasi auch schon in diese ganz konkrete Brücke, die wir heute auch noch schlagen wollen, nämlich die Frage reproduktive Gerechtigkeit hier und heute, wie kriegen wir das sozusagen greifbar in der Praxis. Und damit, Niki, gebe ich an dich. Ja, vielen, vielen Dank auch für die tollen Inhalte und interessanten Beiträge. Ich bin auch sehr fasziniert. Ich stürze mich mal direkt rein, weil die Zeit ja auch recht knapp ist. Susanne, hilf mir mal kurz, soll ich jetzt zum Netzwerk sprechen erstmal oder soll ich das hinten dran hängen? Ja, Moderator, ja, erzähl doch gleich. Aber die Moderatorin, genau, so war das eigentlich geplant, glaube ich, ne? Genau, das Netzwerk Gerechtigkeit auch vorstellen. Ja. Dann. Machen wir so. Genau, also wie gesagt, ich bin im Netzwerk Reproduktive Gerechtigkeit eigentlich auch ziemlich von Anfang an mit dabei als Vertreterin der Frauenkreise und auch als Vertreterin für Space to Grow, was das Partnerprojekt der Frauenkreise bei der Lila Offensive ist. Darum wird es auch vor allen Dingen gehen, um das Projekt Space to Grow. Das macht Beratung, Empowerment von geflüchteten Frauen für geflüchtete Frauen. Ich bin selber keine geflüchtete Frau. Ich positioniere mich als weiße Cis-Frau, Deutsche und Griechin, einer Migrationsbiografie, aber keine eigene Fluchtgeschichte. Und deswegen ist es auch ein bisschen heikel, immer dieses Projekt mit zu vertreten im Netzwerk. Aber das möchte ich sichtbar machen, dass ich da aus einer anderen Perspektive spreche. Ich tue das aber für die Leiterin Kadiatou Diallo, die heute verhindert ist. Die kann heute nicht dazu sprechen. Deswegen übernehme ich das jetzt. Ja, das Netzwerk Reproduktive Gerechtigkeit ist hervorgegangen also es gab erst einen Workshop zu der Thematik in 2018, und da gab es dann erste Impulse, sich da zu vernetzen und doch
politisch wirksam zu werden. Und so richtig geboren ist es dann im Kontext eines Projektes auch zu reproduktiver Gerechtigkeit im Kontext der Alice-Salomon-Hochschule. Und bei den ersten Treffen oder jetzt auch im Verlauf der ganzen Arbeit bis heute, das sind ja schon fast 4 Jahre, Respect ist dabei, Romani Pen, Basta, Erwerbsloseninitiative zum Beispiel. Ich nenne jetzt so ein paar Organisationen, die daran teilnehmen. Space to Grow, wie gesagt, Women in Exile zum Beispiel, eine Selbstorganisation geflüchteter Frauen, Casa Cura, also es sind viele auch Projekte von illegalisierten Frauen dabei. Dann ein intersektionales Kinokollektiv, Kinokass ist dabei, das Netzwerk behinderter Frauen ist auch dabei. Genau, also es ist eigentlich ein ziemlich breites Spektrum von Gruppen, die zu der Thematik entweder direkt arbeiten oder damit in Berührung kommen. Und es gibt ein tolles Manifest, das entwickelt wurde, das auch auf der Seite, die ist gerade, glaube ich, gerade auch im Chat erschienen, einsehbar ist. Und es gibt auch eine Einführung, ähnlich wie Susanne das eben schon gemacht hat, zu dem Projekt, noch ein bisschen ausführlicher vielleicht auch als Präsentation aufbereitet, und wir informieren zu dem Thema und werden, ja, der Anspruch ist, politisch wirksam zu werden, und sind auch eingebunden in die AG Reproduktive Gerechtigkeit vom Gunnar-Werner-Institut. Also darüber ist auch der Kontakt mit Derja sehr intensiv. Genau, also das zum Netzwerk. Ich hoffe, das ist so okay. Ansonsten kann Susanne bestimmt später noch ergänzen. Das Projekt Space to Grow ist entstanden auf die Initiative von Anab Mohamud in 2017, eine Cis-Frau aus Somalia, als Geflüchtete nach Deutschland, nach Berlin gekommen. Und sie hatte das Bedürfnis, wiederum geflüchteten Frauen, Sternchen, Themen rund um, das war sehr eng gefasst, Familienplanung, Menstruation, Zyklus, Schwangerschaftsnachsorge, Schwangerschaftsbetreuung, Familienplanung, also diese Thematiken nahe zu bringen, und zwar aus also dieses sogenannte Peer-to-Peer-Konzept, und hat das Projekt gestartet mit der Unterstützung von den Frauenkreisen. Das ist beim Senat von Berlin finanziert. Und in dem Kontext wurde besonders sichtbar, dass geflüchtete Frauen, was jetzt auch niemanden überrascht groß, aber dass auch im Gesundheitsbereich die Rassismuserfahrungen, die Diskriminierungserfahrungen geflüchteter Frauen massiv sind. Und dass besonders das Narrativ umgedreht ist, nämlich dass es weniger darum geht, schwierige Zugänge, also oder keine Zugänge zu Abtreibungen zu haben, sondern dass das, was jetzt hier auch schon öfter angeklungen ist, dass besonders das Narrativ vorherrschend ist, quer durch die Institutionen, Jobcenter, Sprachkurse, alles das, was dann so gefordert wird von geflüchteten Personen, dass doch zu viele Kinder gemacht werden. Und dass die Frauen zu viel schwanger seien und zu oft schwanger seien und dass das doch die Integration verhindere und so weiter. Also wir waren, oder das Projekt Space to Grow war dann mit diesen Sorgen und mit diesen Narrativen konfrontiert. Und dazu komme ich jetzt gleich. Es ist dann erweitert worden, das Konzept, um halt Frauen zu empowern und gerade auch sichtbar zu machen und sie irgendwie darüber zu sensibilisieren, was das für woher diese Narrative kommen und wie damit umgegangen werden kann, und sie zu empowern darin und ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, informierte Entscheidungen zu treffen, selbstbestimmte Entscheidungen, informierte Entscheidungen. Und in dem Zuge, auch durch die Zusammenarbeit mit Frauenkreise, viel Austausch, ist so ein sehr kritischer Blick entstanden, natürlich auf nicht nur auf die generell die Institutionen, mit denen geflüchtete Personen hier konfrontiert sind, alles, was den Aufenthalt betrifft, alles, was Arbeit, Sprache und so weiter betrifft, Wohnen, Arbeiten,
aber auch solche Bereiche wie zum Beispiel der Antigewaltbereich oder Jugendämter und so weiter. Also das hat nochmal überall, wo man so reingepiekst hat, ist irgendwie sichtbar geworden, wie rassistische Narrative und gerade im Kontext der Produktion da vorherrschen. So, das Projekt Space to Grow hat keine juristische Expertise, deswegen war das dann gar nicht so einfach in der Folgezeit, weil dann kam die Pandemie und wir haben dann, oder Space to Grow hat dann angefangen, auch in der Pandemie Einzelfallbetreuung zu machen und Frauen, die kamen dann zu Space to Grow und es fiel dann Space to Grow, fielen dann ganz viele Fälle in den Schoß von in Obhutnahmen durch Jugendämter. Und darauf will ich mich jetzt ein bisschen fokussieren, auf das Thema. Es gab mehrere Fälle, die uns da begegnet sind, von in Obhutnahmen, wo sehr klar wurde, dass einerseits Sprachbarrieren ausgenutzt werden, oder auch ganz konkret Analphabetismus, also wenn die Familien oder die Mütter mit, also AnalphabetInnen sind und Dokumente zum Beispiel, die ihnen zum Unterschreiben vorgelegt werden, nicht nur wegen der Sprache, sondern auch überhaupt nicht lesen können, also auch in ihrer eigenen Sprache teilweise nicht lesen können. Dass es eine Praxis gibt, in Obhutnahme hineinzulocken, also dass es so vorgeschlagen wird und dass es so ein Muster gibt. Ja, ist nur ganz kurz, dann kannst du ein bisschen entspannen, ein bisschen Luft holen und dann ist es wieder vorbei. Und dann werden Papiere vorgelegt und dann wird dann halt unterschrieben. Also das passiert dann. Und die Kinder danach wieder, ich sag mal, zurückzubekommen, ist in den Fällen, die uns begegnet sind, unmöglich gewesen bis jetzt. Also es ist eine juristische Machtlosigkeit, die ausgenutzt wird, die auch antizipiert wird von den Institutionen. Es ist eine Wehrlosigkeit, die so einkalkuliert ist. Und es ist auch die Unkenntnis der eigenen Rechte oder des Systems an sich, die ausgenutzt wird. Und ich kann mal zwei, drei Beispiele nennen. Also es ist hat eine Mutter mit einer Sehbehinderte oder eine blinde Mutter, wurde direkt nach der Entbindung das Kind in Obhut genommen. Auch mit der Aussicht, dass es dann nur ein paar Wochen oder ein paar Monate, ein paar Wochen sein wird. Das Kind ist mittlerweile über ein Jahr in Obhut und sie hat einen gewissen Umgang, aber sie möchte das Kind haben oder mit ihrem Kind leben und das ist ihr bis jetzt verwehrt. Es gibt eine Mutter, die eine psychische Erkrankung hat oder eine psychische Probleme hat, die deren zweijähriges Kind in Obhut genommen wurde. Und da ist der Fall genauso. Es wurde auch angekündigt, das würde nur ganz kurz gehen. Und jetzt ist es mittlerweile auch schon über ein Jahr in Obhut. Ich glaube, es ist wichtig, auch nochmal zu sagen, dass es keine grundsätzliche, also es ist keine grundsätzliche Ablehnung der In-Obhutnahme. Wir würden schon davon ausgehen, dass es berechtigte Fälle gibt für In-Obhutnahmen. Aber in der Praxis merken wir, dass da nicht korrekt vorgegangen wird. Und dass insbesondere migrantische Mütter, eingewanderte Mütter, geflüchtete Personen, geflüchtete Familien und geflüchtete Mütter, ja, ihrer Kinder beraubt werden. Ich weiß nicht, wie man das anders ausdrücken kann. Und ich würde gerne, wie viel Zeit habe ich noch? Habe ich noch einen Moment? Ja, ich würde gerne einen Fall mal hervorheben, um das nochmal so ein bisschen konkreter zu machen.
Der Fall einer Mutter, die aus Afghanistan geflüchtet und eingewandert ist in 2015. Und es ist so ein interessanter Fall, weil da so vieles sich überschneidet. Also sie ist mit Mann und Kindern eingewandert, hat in der Beziehung Gewalterfahrungen gemacht, massive Gewalterfahrungen, sodass es ein Krankenhausaufenthalt oder dass ein Krankenhausaufenthalt nötig war. Und die Kinder daraufhin in Obhut genommen wurden. 4 Kinder, die damals 2, 4, 10 und 12 waren. Und diese Mutter hat sich dann nach der Entlassung aus dem Krankenhaus von dem gewalttätigen Vater getrennt. Und hat danach eine Odyssee begonnen, um für diese Kinder zu kämpfen, um ihre Kinder wieder zu in Obhut zu nehmen, ohne Erfolg. Sie ist an AnwältInnen geraten, die einfach nur ihr Geld aus der Tasche gezogen haben und aber nicht in dem Fall wirklich wirksam gearbeitet haben. Das Jugendamt hat sie immer vertröstet, hat ihr diverse Schreiben geschickt, warum sie die Kinder jetzt nicht sehen könne. Dann kam die Pandemie und es gab keinen Umgang. Sie hat auch selber Sachen versäumt, Angebote versäumt, einfach weil sie mit den Dokumenten nicht klar kamen, weil Briefe sie nicht erreicht haben, weil ihre Wohnsituation prekär und unsicher war und sie oft umziehen musste, von einer Unterkunft in eine nächste und so weiter. Also sie hatte oft den Ort gewechselt und war dann immer nicht erreichbar für die Jugendämter. Und sie selber ist Analphabetin und kann wenig Deutsch. Und das Narrativ, also wir haben diesen Fall ja dann sehr intensiv betreut. Wir haben auch eine Anwältin dann für sie so finden können, die den Fall auch dann teilweise übernommen hat. Und worauf ich mal hinweisen möchte, und das ist, glaube ich, einfach wichtig, das mal zu sagen. Also ich durfte dann tatsächlich mal mit dem Jugendamt Reinickendorf war das sprechen und habe dann tatsächlich von dem zuständigen Sachbearbeiter oder den Zuständigen für diesen Fall eine Diskussion gehabt darüber, warum denn das für diese Mutter jetzt sowieso sinnlos ist, diese Kinder zu haben, weil sie könne sie ja gar nicht ordentlich durch die Schule bringen. Sie könne ja nicht mal lesen und schreiben. Und da hätten die Kinder keine Zukunftsperspektiven. Und es wäre eine Zumutung für die Kinder, weil das wäre ja dann so, dass die Kinder sozusagen Aufgaben für die Mutter übernehmen müssten in der Kommunikation mit Ämtern, mit Institutionen und so weiter. Weil die Kinder halt dann Deutsch sprechen und die Mutter nicht. Und außerdem gäbe es patriarchale Tendenzen bei den Kindern, bei dem Sohn, bei dem älteren Sohn zu sehen. Ich habe noch vergessen, die Kinder wurden auch getrennt, was unüblich ist eigentlich. Eigentlich werden Geschwister, die in Obhut genommen werden, immer gemeinsam in Obhut genommen. Diese 4 Kinder wurden in 3 verschiedene Orte verbracht. Das jüngste Kind in eine Pflegefamilie, das zweitjüngste Kind in eine andere Pflegefamilie und die 2 älteren in ein Kinderheim. Und da sind mittlerweile Fakten geschaffen worden. Die sind jetzt seit 4 Jahren sind die jetzt da und sind dementsprechend mittlerweile 6, 8, 14 und 16, die Kinder. Und
Wir haben dann erkämpft, dass die Mutter Umgang haben kann mit den zwei Älteren. Und mit den zwei Jüngeren ist das aber ganz schwierig. Die sprechen auch nicht mehr ihre Sprache. Es wurde auch nicht dafür gesorgt, dass die Kinder einen Zugang zu der Muttersprache haben. Ja, das sind so ein paar, also das ist jetzt ein bisschen so ein Überblick über das, womit wir da zu tun kriegen. Und dieses Narrativ, also um jetzt mal zu dieser Thematik zu kommen, was jetzt alles schon besprochen wurde auch, ich finde, das passt so gut dazu, weil es ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wer darf nicht nur Kinder machen, Kinder bekommen, sondern wer darf sie auch behalten? Und wer ist geeignet, Kinder großzuziehen und wer nicht? Und was wird da priorisiert? Was hat dann die Familie oder die Mutter in dem Fall zu leisten? Und für was? Also dieses kapitalistische Narrativ oder die Grundannahme, dass die Kinder für das kapitalistische System funktionieren müssen und dass sie dafür einen bestimmten Lebensweg einschlagen müssen und dass die Eltern dafür zu sorgen haben, dass dieser Lebensweg auch eingeschlagen wird. Also diese ganzen Grundannahmen, die da stattfinden und die umgekehrt die Grundannahme über die Mutter, dass sie, was sie alles nicht leisten kann und warum sie dann eine ungeeignete Mutter ist. So, und das sind Kämpfe, die wir da austragen, die Space to Grow und die Trainerinnen von Space to Grow austragen. Ja, und wir sind da so ein bisschen drüber gestolpert. Wir haben keine Informationen, wie das bundesweit aussieht. Wir haben keine statistischen Informationen dazu. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was untersucht werden muss und was ganz dringend auf die Agenda gehört, weil die Institutionen offensichtlich keine machtkritische, keine rassismuskritische, intersektionale Analyse kennen und vornehmen, um irgendwie, in ihrer Praxis. Ja. Okay, vielen, vielen Dank für diese ganz nahen Eindrücke. Wir sind in der Zwischenzeit kurz rausgeflogen, aber jetzt könnt ihr uns wieder hören, hoffentlich. Jetzt hören wir euch nicht mehr. Also ich bin da. Ja, aber die Moderatorinnen hört. Vielleicht kann ich ja so lange kurz dann noch was ergänzen, bis das wieder klappt. Hatten wir vorhin so besprochen. Das ist total ein total krasses Beispiel und Beispiel für Themen reproduktiver Gerechtigkeit. Ich wollte nur sagen, dass wir in unserem Netzwerk eben so genau auch versuchen, jetzt erstmal einfach verschiedene so Storytelling zu betreiben, also uns gegenseitig zu erzählen, was passiert. Und andere Themen sind eben zum Beispiel auch Thema Familienzusammenführung, Thema als illegalisierte Frau, die hier arbeitet und Kinder betreut und putzt, ihre Kinder nicht nachholen zu können. Das ist in unserer Gruppe Respect und in der Casita sehr viel der Fall. Und dass wir einfach diese verschiedenen Themen auch zusammentragen. Genauso wie bei uns ja auch immer wieder vom Netzwerk behinderter Frauen auch eine Frau dabei war, wo es darum geht, als behinderte Menschen nicht als als Eltern gesehen zu werden oder zukünftige Eltern. Genau diese ganzen Themen gehören zusammen und sind gleichzeitig total viel. Aber genau, gerade haben wir angefangen, uns zu überlegen, dass wir uns mit dem Thema den Obhutnahme wirklich mal beschäftigen sollten und welche Stigmatisierung da passieren. Mhm. Seid ihr wieder hörbar? Könnt ihr uns jetzt hören? Ja, sind wir wieder hörbar? Könnt ihr uns ein Zeichen geben? Ja, perfekt. Ja, dann. Ich glaube, meine Kollegin Kadiatou ist auch im, also sie hat mich, glaube ich, gerade angeschrieben. Also sie ist auch hier drin, aber sie ist mit zwei Kindern zu Hause, die noch klein sind und kann deswegen nur folgen, aber nicht selber jetzt beitragen. Das nur so zur Info. Gut, und
Ja, also danke, Jato, schön, dass du da bist. Ja, sie kann uns hören. Genau, wir haben jetzt direkt eine Frage, eine Rückkehr aus dem Chat, und zwar die Frage, ob diese Praxis sich tatsächlich nur in Berlin findet, in den Jugendämtern, oder ob das eine bundesweite Praxis ist. Und vielleicht ganz kurz, vielleicht kannst du dich ganz kurz fassen, weil wir dann in die Diskussion einsteigen würden, damit wir nochmal den Rundumblick machen. Das kann ich sehr schnell sagen. Also ich weiß es nicht. De facto, also ich kann keine Zahlen vorlegen, ich kann kein Wissen da produzieren. Wie gesagt, wir sind da jetzt gerade drüber gestolpert. Seit anderthalb Jahren begegnet uns dieses Thema seit wir diese Einzelfallbetreuung machen. Und ich würde aber sagen, mit ziemlicher Sicherheit gibt es das bundesweit. Da habe ich keine Zweifel, weil das ist die Faktoren, die das begünstigen oder die da ausgenutzt werden, die sind ja nicht nur in Berlin relevant, ne? Sondern das sind ja die Sprachbarrieren, dieses Wissen, die Person wird sich keinen teuren Anwalt leisten können. Die Person kennt das System hier nicht. Die Person hat noch nicht die Zugänge, um sich schnell Hilfe zu holen und um sich Backup zu holen. Das ist ja alles ein Wissen, das einfach da ist und das genutzt wird, auf dessen Basis dann gehandelt wird. Und das ist überall so. Vielen Dank. Wir hatten auch gerade einen Austausch mit einer Gruppe in Westdeutschland. Westdeutschland sage ich immer noch, also ich glaube in der Nähe von Karlsruhe, die genau dieselben Dinge erleben im Kontext von Asylbewerberunterkünften und von daher die so eine Art Jugendamt-Watch planen, von daher oder sie überlegen, diskutieren. Und da gibt es das auch anderswo. Nur danke schön. Damit ihr nicht irritiert seid, wir haben kurz die Kamera ausgemacht, weil unser Internet nicht will. Genau, und würden gerne jetzt überleiten. Wir haben noch knappe 20 Minuten sozusagen für die Diskussion mit dem Publikum und würden gerne sozusagen den Bogen kriegen. Wir haben jetzt sehr viele Beiträge. Ihr hakt sehr. Beschäftigen und ja. Die Diskussion, also wir haken so, dass man uns gar nicht mehr hört. Jetzt gerade. Jetzt wieder. Ja. Jetzt hört man uns. Genau, also wir würden jetzt einfach uns gerne über Diskussionsfragen aus dem Publikum freuen, über den Chat. Dankeschön. Und nicht nur über den Chat, sondern jetzt gibt es auch die Möglichkeit, sich per Wort dazu zu schalten. Jetzt müsstet ihr uns auch wieder besser hören. Und zwar ist die Idee, also der Abend steht ja unter dem Thema selbstbestimmte Elternschaft und dem Thema reproduktive Gerechtigkeit. Und jetzt würden wir gerne in die Diskussion überleiten mit der Frage, wie es jetzt auch in den verschiedenen Beiträgen und Impulsen deutlich geworden ist. Es gibt Stellen, da geht das sehr gut zusammen, selbstbestimmte Elternschaft, reproduktive Gerechtigkeit. Und an anderen Stellen lässt sich das diskutieren. Genau, und dazu können wir jetzt mal schauen, was von euch aus dem Publikum kommt und ob es sich anbietet, genau da nochmal in die einzelnen Impulse auch reinzugehen oder ob ihr da breiter ausgelegte Fragen habt. Wir haben jetzt ja auch eine Themenauswahl getroffen. Also wir haben, genau. Und es gibt diese schöne Funktion bei Zoom, dass ihr einfach die Hand heben könnt, dann sehen wir das. Theoretisch, da brauche ich jetzt vielleicht ein bisschen Support von der Technik, weil wir jetzt nur noch einen Computer haben. Aber Marita meldet sich schon. Marita, du kannst dich jetzt, wenn du deine Kamera anschaltest, dann wirst du auch aufgezeichnet im Bild. Und wenn du nur dich per Ton dazu schaltest, dann kannst du das umgehen. Ja, ich bleibe bei Ton. Ja, danke für die Beiträge. Ich arbeite in der Adoptionsvermittlungsstelle in Berlin und wir machen auch ergebnisoffene Beratung für Frauen, die schwanger sind,
oder sich zum Thema Adoption informieren wollen. Und es gibt nicht nur im Bereich der geflüchteten Frauen da viel zu tun. Also zum Beispiel die Entscheidung anonyme Geburt ist immer noch gekoppelt auch an staatsanwaltliche Ermittlungen. Ja, obwohl es rein rechtlich vorgesehen ist, dass Frauen anonym, also selbst entscheiden, ob sie die medizinische Leistung annehmen und das Kind nicht in die Babyklappe legen, sondern anonym entbinden müssen, in der Beratung darauf hingewiesen werden, leider, dass es danach eine Ermittlung gibt, inwieweit das tatsächlich dann auch durchgeführt wird. Also wir haben die Vermutung, dass es nur das Gesetz noch gibt, aber dass es in der Praxis nicht groß Anwendung findet. Aber trotzdem, es müsste einfach nicht mehr sein, ja, dass man in dem Punkt auch immer noch mal in der Beratung auf diese Themen hinweisen muss. Und was den Obhutnamen angeht, kann ich nichts sagen, weil wir ja keine Inobhutnahme machen. Das machen immer die Bezirksämter, also die Regionaldienste der Bezirksämter. Und wir werden erst zur Vermittlung angefragt, wenn es einen Vermittlungsauftrag gibt. Also entweder haben die Frauen sich dann zu entschieden, eine Adoption zu machen, oder es ist ein Kind, was eben ohne Herkunftsnachweis aufgefunden wird, Findelkind, Babyklappe, anonyme Entbindung, und wir dann überhaupt nichts über die Mutter wissen, es sei denn, die Hebamme erinnert sich oder kann irgendwelche Aussagen machen, wie die Mutter ausgesehen hat. Ja, also das ist so der Hintergrund. Aber es gibt die Bundesstatistik, da könnte sicherlich eine Information dazu rauskommen, wie viele Obhutnahmen es bundesweit gibt. Also die sind eigentlich ganz ausführlich, diese Statistiken. Da müsste man mal nachschauen. Ja, danke für eure Beiträge. Dankeschön für Ihren Beitrag. Der war jetzt auch nochmal sehr spannend. Im Chat wird gerade die Frage gestellt, was es heißt, anonym zu gebären. Dazu kann ich ganz kurz sagen, es gibt in Deutschland die Möglichkeit, dass man im Krankenhaus anonym gebären kann. Allerdings sozusagen der Name der Mutter wird registriert, und es gibt in Deutschland das Recht auf Kenntnis der Abstammung des Kindes. Das bedeutet sozusagen, komplett anonym ist es nicht. Also es ist nicht so wie in Frankreich, wo wirklich die Frau anonym bleibt, sondern das Kind kann die Geburtsmutter sozusagen ermitteln im Nachhinein. Das ist sozusagen die Praxis in Deutschland. Und dann gibt es jetzt, ich mache nochmal unser Video aus, dann gibt es noch eine ganz konkrete Praxisfrage, die ihr, Susanne und Niki, vielleicht nochmal kurz beantworten könnt, welche Möglichkeit es konkret gibt, gegen die Jugendämter vorzugehen. Auch da nochmal die Bitte, euch kurz zu halten, damit wir dann nochmal ein bisschen breiter rauszoomen können aus dieser ganz konkreten Praxis zu den anderen Fragen. Ich kann ja mal ganz kurz dazu was sagen, weil wir haben ja, also einmal ist es ja vor Gericht gegangen, und es wurde auch für die Mutter erstritten, dass sie einen viel intensiveren Umgang mit den beiden älteren Kindern hat, als das bis zu diesem Prozess der Fall war, mit Perspektive auf Übergang in die Obhut der Mutter. Aber diese beiden Kinder waren halt auch im Kinderheim. Bei den zwei anderen Kindern ist das sozusagen vorbei. Das ist, die Anwältin hat gesagt, das können wir vergessen, da sind Fakten geschaffen worden. Und gegen die Jugendämter vorzugehen, wir sind uns einig, dass es eine kriminelle Praxis ist. Das ist aber der Nachweis, den Nachweis zu führen, ist extrem schwierig. Und da sind die AnwältInnen auch, ich sag mal, zurückhaltend, weil es ja dann immer auch um die Kinder geht, in dem, die da mit drin sind in diesem ganzen, in dieser Komplexität. Und wie weit schadet das dann den Kindern? Wie weit kriegen die davon irgendwie, das ist sehr schwierig. Also ich hab bis jetzt da keine Handhabe gesehen oder von AnwältInnen gehört, dass es da eine Handhabe gibt. Aber ich wäre sehr dafür, da das zu skandalisieren. Okay, herzlichen Dank für die Ausführungen.
noch ein kurzer Hinweis. Es heißt in Deutschland eben vertrauliche Geburt und in Frankreich ist es die anonyme Geburt. Und die Differenz sozusagen bezieht sich darauf, ob der Name der Mutter registriert wird oder nicht. Nur das als kurze Ergänzung. Dann haben wir einen Redebeitrag, die sich auf die Frage bezieht, wie progressiv die Familienpolitik in Deutschland ist. Und dazu sicherlich die Frage, aus welcher Perspektive die Familienpolitik betrachtet wird. Aber vielleicht möchte an der Stelle auch eine der Autorinnen, Susanne zum Beispiel, irgendwie antworten. Ja, also insgesamt gilt ja tatsächlich, dass das deutsche wohlfahrtsstaatliche Modell nicht als progressiv, was Geschlechterverhältnisse angeht, sondern immer schon als konservatives Alleinernährermodell, wo dann eben die inzwischen die zuverdienende Person dazu kam und wo wir immer noch eine Geschlechter, also ja, im Grunde auch so das heteronormative Familienmodell weiter im Zentrum haben und das Ehegattensplitting ja zum Beispiel als Beispiel gilt, um sozusagen diesen Alleinernährer weiter zu stärken. Unsere Perspektive aus der reproduktiven Gerechtigkeit heraus ist eben aber zu gucken, nicht sozusagen allgemein über Geschlechterverhältnisse zu reden, so wird ja oft geredet, sondern sich anzugucken, wer wird denn eigentlich bevorzugt bei bestimmten sogenannten emanzipatorischen Fortschritten. Ne? Was das Elterngeld gilt ja oft als sehr fortschrittlich, weil es eben für einige wirklich auch mehr Finanzierung geschaffen hat, mehr Finanzierung bei der Geburt eines Kindes, nämlich, was ich glaube ich, sowas wie 67 oder 70% des Einkommens vorher. Aber dazu muss dieses Einkommen auch da gewesen sein. Und es gibt andererseits eine Kürzung, seitdem das Elterngeld eingeführt wurde, auf die Hälfte fast der Zeit, also von 2 Jahren damals Erziehungsgeld auf 1 Jahr und 2 Monate. Und diese ganze sozusagen Umverteilung nach oben ist auch wirklich Programm. Also es geht gar nicht mehr darum, hat mir mal eine familienpolitische Beraterin der Bundesregierung gesagt, Arme zu betütteln, sondern es geht darum, sozusagen die qualitativ hochwertigen Fachkräfte zu fördern. Und deswegen geht es auch immer um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und auf der anderen Seite gibt es ein ganz klares Ausschlussprogramm, kein Elterngeld, kein Kindergeld für Hartz IV. Ganz viele Gruppen mit verschiedenem Aufenthaltsstatus kriegen keinen Zugang. Und das Extremste, was wir ja dann sehen, was Niki erzählt hat, ist, dass das auch verbunden ist mit einer sehr stigmatisierenden Perspektive auf bestimmte Eltern, bestimmte Mütter, bestimmte Lebenssituationen, die dann sozusagen den Einzelnen zugeschrieben werden und stigmatisiert werden. Also wie Loretta Ross es zum Beispiel auch nochmal sagt, um darauf zurückzukommen, es gibt sowas wie unendlich recycelbare Mythen der unwürdigen Mütter. Ne? Und das ist ein zentrales Thema. Und das spiegelt sich in den Konzepten der deutschen Familienpolitik und in den tatsächlichen Umsetzungen wieder bis heute. Und auch diese ganze, also sozusagen das Einkommen, die Einkommensabhängigkeit, die ist auch nicht in der Diskussion im Koalitionsvertrag im Moment. Also. Genau, darauf wollte ich gerade eingehen. Also, dass wir sozusagen 2 Parallelen haben hinsichtlich der Frage, wie progressiv ist die Familienpolitik in Deutschland. Wir haben auf der einen Seite den ökonomischen Part, den Susanne gerade wunderbar ausgeführt hat. Und wir haben auf der anderen Seite das sogenannte Abstammungsrecht, also die Eltern-Kind-Zuordnung, wo in der Vergangenheit viel passiert ist, auch eine Kommission zugearbeitet hat und dazu viel im Koalitionsvertrag jetzt auch steht. Also sozusagen die Frage, wer Eltern eines Kindes sein darf oder wer ist Mutter eines Kindes, wer ist der Vater eines Kindes und wer ist die Mitmutter oder der Mitvater eines Kindes. Genau, wollte ich an dem Punkt noch erwähnen, ist jetzt heute weniger Thema unserer Veranstaltung. Wir würden gerne die Frage nach der Progressivität der Familienpolitik noch an die beiden anderen Autorinnen weitergeben. Also vielleicht als erstes mal an Taleo, wie progressiv schätzt du die deutsche Familienpolitik ein? Also ich würde jetzt einfach, weil ich da auch nicht so viel Ahnung von habe wie Susanne, nicht zu genau dem Gleichen nochmal was sagen, sondern es versuchen, ein bisschen auf meine Themen zu beziehen. Ich habe das Gefühl, sie gibt sich dann oft progressiv. Ne? Also es gab im Bundestag eben eine Diskussion auch nur zu dieser Frage nach der Kassenfinanzierung von diesem pränataldiagnostischen Test. Und da haben alle eben gesagt, ja, die Selbstbestimmung der schwangeren Person muss gefördert werden und es darf keine Klassenfrage quasi sein, ne, wer sich den Test leisten kann und wer nicht. Also es darf nicht auf die finanziellen Möglichkeiten der Schwangeren ankommen.
Und deswegen haben dann viele sich für die Kassenfinanzierung ausgesprochen von dem Bluttest, damit eben alle sich den Test leisten können. Und gleichzeitig wurde eben aber auch gesagt, ja, aber wir sind auch alle für Inklusion und die Bedingungen für Familien mit Kindern mit Behinderung müssen verbessert werden. Und dann hört es da aber auf. Also ich habe das Gefühl, es wird sich so ein bisschen so ein progressiver Anschein gegeben und es werden so ein bisschen die entsprechenden Schlagwörter genannt, aber dann bleibt es irgendwie so stehen und oft fällt es dann den werdenden Eltern letztlich auf die Füße, ne? Weil sie dann die Verantwortung haben, eben diese Entscheidungen ganz selbstbestimmt und frei zu treffen in eben ungünstigen Rahmenbedingungen. Und der Gesetzgeber, der da eigentlich diese Verantwortung hat, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, kommt dann nicht über eine Orientierungsdebatte zu dem Thema hinaus. Und jetzt im Koalitionsvertrag steht das Thema Pränataldiagnostik irgendwie auch gar nicht drin. Und ja, ansonsten so in dem Bereich Kinderwunschbehandlung, da verkauft sich ja die FDP vor allem sehr als progressiv, auch mit der Forderung jetzt Eizellspende und womöglich auch die sogenannte altruistische Leihmutterschaft in Deutschland zu legalisieren, was aber eben auch eine sehr neoliberale und individuelle Form von Progressivität ist, in meinen Augen, die so einen starken Fokus legt eben auf privilegierte, wahrscheinlich Heteropaare mit unerfülltem Kinderwunsch, die dann auf Dritte eben zugreifen für eine Eizellspende oder sogar für das Austragen von einer Schwangerschaft. Und das Ganze wird nicht zu Ende gedacht, ne? Die Perspektive von dieser Drittpartei wird nicht mit einbezogen, sondern die Fokussierung ist ganz klar auf der Perspektive von eben den Menschen mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Und dann wird diese reproduktive Selbstbestimmung sogar noch, also der Begriff sogar noch benutzt als, ja, das ist ja ein Ausleben der reproduktiven Selbstbestimmung dann von den potenziellen Spenderinnen oder Leihmüttern und es wird wenig über so die strukturelle Ebene diskutiert, ne? Also in welchen Rahmenbedingungen und aus welchen Gründen entscheiden sich Menschen dann dafür, ne? Ohne dass ich sagen möchte, die Leute sind nicht in der Lage, ne, diese Entscheidungen für sich zu treffen und bestimmt sind es für Menschen in bestimmten Situationen die richtigen Entscheidungen aus eben nachvollziehbaren Gründen auch. Trotzdem denke ich, muss auf so einer politischen Ebene ja darüber geredet werden, ne? Was sind die Rahmenbedingungen und warum ist das dann die vielleicht pragmatisch beste Lösung? Ja, also ich würde sagen, sie geben sich einen Anschein von Progressivität und ducken sich dann aber viel weg und es bleibt eben sehr oberflächlich und orientiert, wie eben auch vieles andere in der Familienpolitik, an eh schon privilegierten privilegiert positionierten Menschen. Danke, Taleo. Ich würde diese Frage nochmal jetzt an dich, Jan, ein bisschen anders weitergeben, und zwar über diese politische, familienpolitische, koalitionsvertragsorientierte Ebene hinaus. Dein Beitrag, das, was du daraus geteilt hast, war ja auch eine theoretische Einbettung der Diskurse in Bezug auf marginalisierte Elternschaftserfahrung. Und deswegen würde ich dich gerne jetzt nochmal fragen, wie siehst du da quasi zukünftige Entwicklungen? Ne? Also wie siehst du, hast ja so den Status quo dargestellt. Und wenn wir da jetzt nochmal so auch mit dem Blick auf das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit, das ist gerade total im Kommen im deutschsprachigen Diskurs. Was siehst du da so perspektivisch? Ich bin gerade jetzt noch bei was anderem, und zwar, als Susanne gesprochen hat, ging es ja jetzt nochmal so um Elterngeld, und ich sehe das ganz genauso wie du, Susanne. Ich war jetzt gerade nochmal aus meiner anderen Profession heraus so mit der Kindperspektive, und ich meine, dass das auch im Chat auftauchte, also mit der Perspektive darauf, dass ja in den vergangenen 1 bis 2 Jahrzehnten
flächendeckende Kita-Betreuung, ja, immer was war, womit man sich gerühmt hat und die kindliche Entwicklung dabei wirklich ernsthaft im Blick zu haben. Also ich sehe das aus einer psychoanalytischen Perspektive total kritisch, dass da auch eine neoliberale Verwertungslogik, also ins Familiäre ganz stark hineinwirkt, dass eben über diese Verknappung von den 24 auf die 14 Monate ja, Möglichkeit zu pausieren, ne? Auch wieder, wenn man nicht irgendwie auf Rücklagen zurückgreifen kann und privilegiert in der Hinsicht ist. Also das ist alles so eine stromlinienförmige Bewegung, die ja einfach, die ich total skeptisch bewerte. Genau, dazu vielleicht nochmal und jetzt zu deiner Frage, also was sehe ich für Möglichkeiten oder was ist meine Prognose? Also erstmal sehe ich die ganz, sehe ich die ganz basal. Ja, also dem, was man so im Englischen Unification nennt, also sich sozusagen der Gemeinsamkeit in seiner Kämpfe noch mal stärker bewusst zu werden über dieses, dieses Schlagwort der reproduktiven Gerechtigkeit. Da sehe ich eine ganz große Chance drin. Ja? Also die Differenzlinien, die werden gerne auch ja, in den Rhetoriken der Regierung, die wir jetzt haben, die werden ganz gerne zwischen ja, beispielsweise eben dieser Bubble der weißen Mittelschicht und dem Rest, ja, dann, ich musste vorhin noch an so eine Denkfigur, oder, nee, das ist, ja, mehr einfach eine total schreckliche, sozusagen, Zeichnung, die aus den, ich glaube, 70er Jahren in Amerika kommt, ja, die Black Welfare Queen. Also die Bilder, mit denen marginalisierte Gruppen abgewertet werden und das aufs Zynischste, die sind in unser aller Denken ganz stark wirksam, ja, und die basieren auf einer, ja, aus meiner Sicht stark zu verurteilenden Rivalität oder Rivalisierung aller Gruppen gegeneinander. Und da wäre ich irgendwie erstmal dabei zu sagen, also wir müssen die Differenzlinien woanders ziehen und uns vergegenwärtigen, dass wir erstmal mit sowas wie Mutterschaft, dem Wunsch darauf, ja, also das hier nochmal das begehrte Gut, Mutterschaft und was braucht man eigentlich dafür, dass da Differenzlinien woanders gezogen werden und daraus Forderungen abgeleitet werden. Das ist nicht so sehr eine Prognose wie vor allem eine Hoffnung, aber genau, vielleicht beantwortet die Frage. Immer gar nicht original. Danke, ja, sehr. Wie bitte? Was hast du gesagt? Nee, es ist so ein bisschen schwierig, sozusagen so von Angesicht zu interagieren, weil ihr immer mal eingefroren seid. Aber genau. Ja, sorry, es war nicht vorhersehbar. Genau, wir schreiten ja in großen Schritten aufs Ende der Veranstaltung zu und es wird schon deutlich, es sind eher heute Impulse, die wir setzen. Also wir werden keine der Punkte erschöpfend diskutieren können und wir hoffen, das nehmt ihr mit, Impulse, um weiter zu denken, weiter zu diskutieren und weiter zu kämpfen. Es gibt noch so kleinere Rückfragen, die würde ich einmal gerne reingeben. Ich glaube, das ging noch an Susannes Input, zu welchem Aufenthaltsstatus kein Elterngeld ausgezahlt wird. Das ist einmal eine kurze Verständnisfrage, vielleicht kann die kurz beantwortet werden und ich greife davor noch einmal die nächste Frage auf, ob wir im Handbuch einen Beitrag zu Muttersein, Kinderwunsch von Frauen mit Behinderung haben. Es gibt einen Beitrag zu begleiteter Elternschaft, also zu sozusagen gelebter Elternschaft, wo es aber nicht so sehr um Kinderwunsch geht, aber genau darin ist das Thema auch abgedeckt auf jeden Fall. Jetzt genau noch mal kurz an dich, Susanne. Ja, also wer Zugang zu Elterngeld hat, sind die ganzen Aufenthaltsstatus, die mit Erwerbserlaubnis verbunden sind, Niederlassungserlaubnis, längerfristige Aufenthalte und dann gibt es, glaube ich, noch so bestimmte nationale, bilaterale
Sonderregelung oder so für bestimmte nationale Staatsbürgerschaften. Aber an sich sind ganz, ganz viele andere Gruppen, die im Asylverfahren sind, Duldung, Studierende, eben alle, die nicht keinen Erwerbsarbeitstitel haben, da ausgeschlossen davon. Darf ich noch kurz reagieren auf einen Beitrag? Ja, bitte kurz. Und dann, genau, dann kommen wir auch zum Wrap-up. Weil dann nochmal im Chat irgendwie nochmal was stand wegen der Inobhutnahme und bei Gewaltvorfällen und so weiter. Ich habe sehr bewusst nochmal mein Gespräch mit dem Sozialarbeiter aus dem Jugendamt geschildert, um sehr deutlich zu machen, dass es nicht mehr um eine Gewaltsituation geht, sondern dass es schon lange nicht mehr. Also die Mutter hat sich seit Ewigkeiten getrennt von dem Paar, von dem Mann, der ist von der Bildfläche verschwunden. Und es geht wirklich um Narrative, es geht um vorgefertigte Einstellungen, wer darf und wer darf nicht und wer ist geeignet, wer ist nicht geeignet. Und das hat eine krasse rassistische Ebene und eine Macht und Machtpositionen werden da ausgenutzt. Und das ist ganz wichtig, das nochmal sehr klar zu sagen, dass es hier kein ambivalenter Fall ist. Mhm. Vielen Dank für die Klarheit. Okay, jetzt haben Sie 2 Stunden lang sehr, sehr viel geballte Expertise gehört von den 4 sehr kompetenten Referierenden und AutorInnen und AktivistInnen. Und wir haben uns ja auch viel vorgenommen für diese 2 Stunden, also das Thema selbstbestimmte Elternschaft, das Thema reproduktive Gerechtigkeit einzubetten aus verschiedenen ganz konkreten Impulsen heraus und haben ja in der Ankündigung gefragt, wie kann Elternsein in einer klassistischen, behindertenfeindlichen und rassistischen Gesellschaft selbstbestimmt möglich sein. Die Frage bleibt auf jeden Fall offen und das ist was, wo wir wahrscheinlich noch sehr, sehr lange mit beschäftigt sein werden und wir hoffen, ihr konntet dafür heute Impulse mitnehmen und ich danke an dieser Stelle wirklich sehr, sehr herzlich euch 4 damit, dass ihr euch so eingebracht habt heute und mit uns geteilt habt, eure Gedanken und genau und bedanke mich auch bei Lisa. Wir hatten, es gab hier, glaube ich, sehr selten Internetprobleme, vielleicht war Zoom überfordert von so vielen Teilnehmenden. auf jeden Fall sind wir, genau, bin ich, ja, freue ich mich jetzt hier euch zu verabschieden und würde Deria dir noch das Abschiedswort übergeben. Ja, ich bedanke mich auch bei euch allen und vor allen Dingen wirklich auch an Alicia, dass ihr das alles mit mir durchgezogen hat, also von mit dem Handbuch bis jetzt zu dieser Veranstaltung. Herzlichen Dank an euch alle. Genau, dann übernehme ich mal kurz und sage auch nochmal Danke an Taleo, Jan, Niki und Susanne und natürlich auch an Lisa und Alicia für die tolle Moderation. Ich habe super viel nochmal dazugelernt, auch wenn ich mit vielen von euch ja schon über diese Themen sprechen durfte, fand ich das heute nochmal einen ganz tollen Einblick. Und ich glaube, wir haben gesehen, dass wenn wir über selbstbestimmte Elternschaft sprechen und wenn wir das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit ernst nehmen, dann müssen wir mit so einem intersektionalen Blick eigentlich noch viel mehr mitdenken, als wir im ersten Moment vielleicht als Assoziation im Kopf haben, wenn wir über Schwangerschaft, Geburt und Elternwerden sprechen, weil eben für manche Menschen das Elternwerden sehr stark erschwert wird und dass es ein politischer Auftrag auch ist, da genau hinzuschauen, an welchen Stellen hier Barrieren und Diskriminierung und auch Gewalt passiert. Danke auch Niki nochmal für die Praxis, die oft zu kurz kommt und deswegen glaube ich, die Kombi von sehr viel Theorie und Praxis hat irgendwie heute gut funktioniert. Ich will noch einen ganz kurzen Veranstaltungshinweis machen, weil wir vorhin ganz kurz das Thema queere Elternschaft auch angesprochen haben. Wir machen am 3. März eine Veranstaltung, wo es darum geht, welche Diskriminierungserfahrungen queere Personen machen, die schwanger werden wollen oder schwanger sind und gebären. Das ist vielleicht eine gute Brücke zu den Themen, die wir heute angesprochen haben. Und ansonsten, genau, ich poste gleich nochmal mehr die Links, die ich am Anfang schon hatte, für alle im Publikum, um sich auch die Beiträge des Handbuchs in unserem Dossier anzugucken, also ein paar. Und ich glaube, Alicia, du postest vielleicht auch nochmal den Link fürs Spenden. Und vielleicht, ich glaube, das war's. Also danke euch. Und stay tuned mit dem GWI auf jeden Fall und auch mit euren tollen Projekten. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Und vielleicht kurz an die Menschen auf dem Panel. Wir können noch ganz kurz drinbleiben, wenn ihr möchtet. Ja. Genau, und auch dann kann der Chat noch kurz offen bleiben. Der war ja sehr gut bedient. Genau. Also, ja. Vielleicht warten wir noch kurz, bis